begrüßen im Namen der Europa-Union Bremen, der Europäischen Kulturakademie und des Europapunkts Bremen zu unserer heutigen Debatte. Wir haben ihr den Titel gegeben, die Demokratie muss das Internet zurückerobern. Ich möchte mich kurz selber vorstellen, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Helga Trüpel und ich bin jetzt Vorsitzende der Europa-Union Bremen. Ich war 15 Jahre im Europaparlament und habe mich da auch um Fragen der Plattformregulierung gekümmert. Und dieses Thema lässt mich seitdem nicht mehr los, weil ich glaube, dass die politische Regulierung der Plattform auch für die Qualität unserer Demokratie, auch die Aufrechterhaltung der Demokratie entscheidend ist. Jetzt wird erst Emanuel Herold, das ist der Geschäftsführer der Europa-Union Bremen, ein paar Ansagen zu unserer Technik heute machen und dann werde ich eine kleine Einführung ins Thema geben. Bitte, Emanuel. Ja, danke, Helga. Auch von mir guten Morgen an alle. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen insbesondere an unsere Gäste. Ich freue mich, dass Sie heute alle die Zeit gefunden haben. Genau, bevor wir zum Inhaltlichen kommen, ein paar Hinweise zur Technik. Wir befinden uns hier bei GoToMeeting, unserem Online-Tool. Und Folgendes ist jetzt vom Ablauf her und dann auch von der Diskussionsgestaltung her geplant. Es wird zunächst eine Diskussion unter den Gästen geben, ein Input von Paul Nemitz, Reaktionen darauf von den anderen Gästen und Helga wird das moderieren. Und dann im Anschluss so wollen wir von allen, die sich heute zugeschaltet haben, gern natürlich Fragen, Statements und so weiter hören. Dazu würde ich bitten, immer den Chat zu nutzen. Ja, also Sie finden oben rechts diese kleine Sprechblase, das Symbol, und können dort entsprechend eine Nachricht hinterlassen. Also entweder Sie schreiben einfach ein Sternchen oder WM für Wortmeldung. Das sind so die typischen Abkürzungen. Dann wissen wir, dass Sie sich mit einem Wortbeitrag zu Wort melden können. Und Sie haben dann die Möglichkeit, wenn Sie aufgerufen werden, jederzeit selber Ihr Mikrofon zu aktivieren und dann hörbar zu sein. Wenn Sie merken, dass Ihre Verbindung ein wenig instabil ist, dann empfehlen wir, dass Sie die Kamera ausschalten, sodass wir Sie dann besser hören können. Dann ist das Datenvolumen geringer. Das sorgt dann meistens dafür, dass die Verbindung aber und das, was Sie sagen, stabil hörbar bleibt. Genau, ansonsten den Hinweis hatte ich auch schon im Chat gegeben. Wir wollen diese Veranstaltung aufzeichnen, damit man sie nachher dann auf YouTube nochmal nachverfolgen kann, was heute gesagt wurde, sofern niemand dagegen Einwände erhebt. Das wäre jetzt quasi die Gelegenheit dafür. Soweit ich das sehe, ist das nicht der Fall. Dann haben wir den Punkt auch sozusagen sorgsam und korrekt abgearbeitet. Und genau, dann würde ich gewissermaßen direkt wieder an Helga zurück übergeben und wünsche uns dann allen viel Spaß und eine gute Diskussion. Vielen Dank, Emanuel. Also, ich möchte heute dieses Buch diskutieren. Ich halte es mal kurz in die Kamera. Prinzip Mensch von Paul Nemitz und Matthias Pfeffer, der sich hoffentlich auch noch zuschalten wird. Dieses Buch ist letzten Sommer erschienen, also ganz up to date. Paul Nemitz ist Chefberater der EU-Kommission in Brüssel. Wir hatten auch beruflich in den letzten Jahren immer wieder miteinander zu tun. Und Matthias Pfeffer ist Journalist und Philosoph. Und die beiden hatten das Gefühl, angesichts der Entwicklung des Internets, der Plattformökonomie und auch der Entwicklung der künstlichen Intelligenz, sich nochmal mit einem Buch und damit auch einer Erzählung, einer langen Argumentation zu Wort melden zu müssen. Und wir haben heute noch Frieder Nake gebeten, er war Informatikprofessor an der Uni Bremen, einen Kommentar zu sprechen zu generellen Fragen. Die Themen, die uns besonders interessieren und um die auch dieses Buch Prinzip Mensch kreist, sind Macht, Freiheit und Demokratie im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Und es wird diskutiert, was sind eigentlich unsere Leitlinien? Welche Rolle muss dem Menschen zukommen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz? Und welche Ethik verfolgen wir als Demokratien eigentlich bei der Entwicklung und zugleich auch Einhegung der künstlichen Intelligenz? Und Nemitz und Pfeffer sagen, der Mensch muss immer im Mittelpunkt stehen. Also er muss der Maßstab für unsere technische Entwicklung und auch die Technikregulierung sein. Dann werden wir diskutieren, wie sieht die Zukunft der Plattformökonomie aus. Mein politischer Ansatz ist, dass Monopole politisch, demokratisch reguliert werden müssen. Es ist also eine Aufgabe der Politik und nicht einfach von privaten Plattformen sich ausschließlich selber Regeln zu geben, sondern es muss in den politischen Raum zurückgeholt werden.
Twitter, Facebook und Google haben nach der Erstürmung des Kapitols die Accounts von Trump gesperrt. Aber das war eben eine rein private Entscheidung von Firmen, die sich in den letzten zwei Dekaden zu Monopolen entwickelt haben. Und auch in Australien sehen wir jetzt eine Gesetzgebung, dass sie wollen, dass Google Presseartikel entsprechend lizenziert, damit es überhaupt noch ein nachhaltiges Geschäft für das Erstellen von Qualitätsinhalten gibt. Und die Europäische Union hat jetzt den Digital Service Act und den Digital Market Act auf den Weg gebracht, um Transparenz in Algorithmen und das Werbegeschäft der Plattform zu bringen. Und es gibt da einen zentralen Satz in dieser Gesetzgebung, wie auch die Kommissarin Vestager und Kommissar Breton sagen, was analog illegal ist, soll auch digital illegal sein. Und was analog legal ist, soll es auch digital sein. Das ist ein Epochenbruch zur Erklärung der Independence of Cyberspace von Barlow aus dem Jahr 1996. Nach dieser Erklärung, die ja auch in der Netzszene für Furore gesorgt hat, sollten im Netz nämlich ganz andere eigene Regeln gelten. Also wir haben viel zu diskutieren und deswegen steigen wir jetzt ein und ich gebe das Wort an Paul Nemitz. Nochmal herzlich willkommen, Paul, schön, dass du da bist. Bitte gib uns eine Einführung in dein Buch. Vielen Dank, Helga, und vielen Dank auch an den Europapunkt, Horst Seele, liebe Tanz. Der war ja auch mal in Brüssel als Vertreter Bremens und wir sind aus der Zeit auch Freunde geblieben. Also ich mache immer gerne Veranstaltungen in Bremen und komme sowieso auch gerne nach Bremen zurück als, sagen wir mal, Butenbremer. Aber ich will gleich anfangen mit dem Thema. Es geht darum, dass wir unsere guten Instinkte der Kritik von Macht, ob das private Macht ist oder staatliche Macht, weiterentwickeln und behalten. In einer freien Gesellschaft muss man Macht gegenüber immer kritisch sein und wir brauchen eine Kritik der technologischen Macht. Und unsere These ist, dem deutschen Soziologen Heinrich Poppitz folgend, die Kontrolle technischer Macht ist eine zentrale Funktion der Demokratie. Und warum ist das so? Weil der Mensch in seiner Innovationsfähigkeit unbeschränkt ist. Wir wissen nicht, wohin die Innovation... Ja, die willst du mithören? Das ist ganz interessant. Ulrike, red nicht dazwischen. Guten Morgen. Entschuldigung. Sorry. Die Kritik der technologischen Macht müssen wir pflegen und die Demokratie muss sich das zur Aufgabe machen, die technologische Macht zu kontrollieren. Denn in unserer Gesellschaft werden immer mehr Lebensbereiche durch Technologie kolonialisiert. Unser Buch hat ja im Titel das Wort Künstliche Intelligenz, Prinzip Mensch, Macht, Freiheit und Demokratie im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Wir haben diesen Titel bewusst gewählt im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, weil wir der Ansicht sind, dass die Herrschaft durch die Technik, nämlich das ist ja sozusagen das große Schreckgespenst, das Nick Bostrom und andere aufgebaut haben, kritische Philosophen und kritische Techniker aufgebaut haben, dass nämlich die Herrschaft übernommen wird über den Menschen durch eine allgemeine künstliche Intelligenz, die uns in allen Bereichen überlegen ist. Diese künstliche Intelligenz, diese allgemeine künstliche Intelligenz, die ist in weiter Ferne, obwohl, sagen wir mal, wir haben das besprochen im Buch, zwischen 10 und 30 Jahren, sagen die Experten, wird es dauern. Wir müssen uns also darauf vorbereiten. Aber wir leben schon im Zeitalter der künstlichen Intelligenz in dem Sinne, dass die besondere, die spezielle künstliche Intelligenz schon heute in vielen Bereichen vorhanden ist. Die spezielle künstliche Intelligenz findet man in Systemen, die eben nicht alle Fähigkeiten des Menschen übertreffen, sondern den Menschen nur in einigen Bereichen übertreffen. Und diese neue Technologie der künstlichen Intelligenz tritt hinzu zu den schon bestehenden Machtkonstellationen in der digitalen Welt. Das heißt also, wir müssen uns anschauen, die Herrschaft durch Technik, heute noch durch Menschen kontrolliert, durch Unternehmen im Kapitalismus natürlich vor allem auch, und die kommt vor der Herrschaft der Technik. Und um das tun zu können, brauchen wir eine Systemsicht der technisch beherrschten Welt, der technisch beherrschten Zukunft.
Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, was eigentlich die Machttechnologien sind. Und das ist eben nicht nur die künstliche Intelligenz, sondern zu den Machttechnologien gehört das massenhafte Sammeln und Analysieren der Daten, Big Data. Zur Macht gehört das System der Clouds, also die Speicherung der Daten und wo die Daten gespeichert sind, ist eine ganz wichtige Machtfrage, denn der Ort der Speicherung, also um es mal klar zu sagen, wer Daten in China, Russland oder Amerika speichert, muss eben damit rechnen, dass auch Geheimdienste dazu zugreifen und zwar auch zu wirtschaftlichen Zwecken, ist wichtig. Das Internet of Things müssen wir etwas verstehen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir bald 30 bis 40 Milliarden Geräte haben, die an das Internet angeschlossen sind. Das sind nicht nur unsere Telefone, das sind natürlich die Automobile, das sind alle Wartungsgeräte, das sind Geräte im öffentlichen Dienst, das ist der Aufzug, alles, was in irgendeiner Form der Wartung unterliegt, auch Maschinen, die Verschleiß unterliegen, schließt man gerne ans Internet an, denn die vorausschauende Wartung, das sogenannte Predictive Maintenance, ist einer der einträglichen Geschäftsbereiche schon heute der Digitalwirtschaft. Dann natürlich Mobilfunk, 5G kommt, erweitert die Anschlussfähigkeit des mobilen Internets, also zusammen mit dem Internet of Things, ein ganz wichtiges Element, erweitert aber natürlich auch die Kontroll- und Manipulationsmöglichkeiten. Stichwort Virtual Reality, also virtuelle Realität und angereicherte Realität. Zu dem umfassenden System der Kontrolle von Technologie, Natur und auch menschlicher Tätigkeit gehören natürlich auch Satelliten, Drohnen. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass heute die Erde komplett ungefähr 100 Mal am Tag abfotografiert wird und die Bildanalyse ist sehr, sehr detailliert geworden. Da kann man, gerade wenn man Satellitenanalyse zusammenführt mit den Daten, die man auf der Erde erhebt, nicht nur aus den Mobiltelefonen, sondern aus diesen ganzen Geräten des Internet of Things, kann man sehr, sehr viele Schlüsse ziehen. Diejenigen, die diese Technologie der Zusammenführung, und da kommt die künstliche Intelligenz ins Spiel als Analysetool, beherrschen, üben Macht aus. Blockchain ist ein Thema, was auch etwas mit Macht zu tun hat. Und dann kommt die künstliche Intelligenz nochmal als ein Begriff. Das fügt sich also alles zusammen. Ich will mal kurz sagen, was das Besondere der künstlichen Intelligenz ist im Vergleich zur Automatisierung. Nur um euch und Ihnen das kurz einmal nahezubringen. In der Automatisierung haben wir es mit einem, wenn man so will, mechanistischen Vorgang zu tun. Wenn wir wissen genau, was hinten rauskommt, wenn wir vorne bestimmte Daten reintun. Und dieses Reintun und dann hinten rauskommen, kann man auch replizieren, kommt immer genau das Gleiche raus. Bei der künstlichen Intelligenz ist es so, dass die Programme selbsttätig weiter lernen können und sich auch weiterentwickeln. Das ist die besondere Stärke der künstlichen Intelligenz. So dass man nicht genau voraussagen kann, was hinten rauskommt, wenn man vorne die gleichen Daten reinkommt und man kann tut und man kann auch nicht genau immer replizieren diesen Vorgang der Analyse. Und das Problem ist auch, dass teilweise die künstliche Intelligenz eine Blackbox ist, dass wir ihre Entscheidungswege nicht genau verstehen. Das ist also das Neue und Besondere. Abgesehen von der hohen Fähigkeit der Analyse und Berechnung von Vorgängen und der Nutzung der künstlichen Intelligenz in größter Breite. Also wir müssen davon ausgehen, dass die künstliche Intelligenz bald, und zwar ich rede immer noch von der besonderen, speziellen künstlichen Intelligenz, so verbreitet ist wie der Strom. Es gehören auch zu diesen Machttechnologien die Entwicklung von Hirn-Internet-Verbindungen und sogenannten biophysischen Systemen, also das bekannteste vielleicht Neuralink von Elon Musk, also der Versuch, den Menschen direkt physisch zu verbinden mit dem Internet, um ihm einerseits Steuerungsfunktionen zu erlauben, andererseits natürlich aber auch in sein Gehirn reinzugucken, muss man klar sehen. Und Virtual Reality hatte ich schon genannt. Und all das mit der Geschwindigkeit der Quantencomputer und dem Quanteninternet. Das sind also die Technologien, die zusammenwirken
Und wir dürfen Hans Jonas Satz, dass Kapitalismus plus Technologie alles wegfegt und alles dominiert, nicht vergessen. Ich glaube, dieser Satz ist nicht ganz richtig. Man kann eben regulieren, wie Helga das gesagt hat. Die Demokratie kann hier einwirken, aber sie muss es auch tun. Und wir müssen den Willen haben und wir müssen uns dafür engagieren. Und das ist ein Kampf. Das muss man ganz klar sagen. Ich war selbst federführender Direktor bei der Einführung der Datenschutzgrundverordnung in Europa. 6 Jahre meines Lebens habe ich diesen Kampf mit den Konzernen und natürlich teilweise auch mit Regierungen und so weiter geführt. Und da muss man einfach klar sagen, die Demokratie muss diesen Kampf aufnehmen und man muss bereit sein, sich da zu engagieren. Und das geht nicht ohne Konflikte ab. Die Konzentration im Digitalen ist extrem fortgeschritten. Nur um euch mal einen Eindruck zu geben von den Dimensionen. Jedes der GAFAM-Unternehmen, also Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft, mit Ausnahme von Microsoft, ist mehr als 10-mal so groß in der Marktkapitalisierung wie SAP, das größte europäische an der Börse notierte Unternehmen. Und der Abstand steigt. Und diese Unternehmen, und jetzt kommen wir hier zu den 8 Quellen der Macht des technologisch-wirtschaftlichen Komplexes, sind eben nicht nur die wertvollsten und reichsten Unternehmen der Welt, sondern sie akkumulieren auch persönliche Datenprofile und erstellen Verhaltensvorhersagen praktisch über alle Menschen. Das gibt ihnen eine weitere zusätzliche unheimliche Macht, die tief in das Individuelle und das Persönliche hineingeht. Sie können uns verstehen, unser Verhalten voraussagen, vielleicht besser als wir selber und unsere Familien. Und sie können uns mit diesen Daten und dieser Kenntnis auch manipulieren. Sie verfügen über Netzwerke und Plattformen, die bestimmten Systemimperativen unterliegen. Der sogenannte Login-Effekt, wenn man einmal in so einer Plattform drin ist, ja, bei Facebook, wenn da alle Freunde sind, das ist sehr schwer, dieses Plattform oder dieses System des sozialen Netzes zu wechseln. Und ein weiteres Charakteristikum dieser Systeme, der Plattformökonomie, ist es, dass sie von einem Sektor sich ausbreiten in den nächsten Sektor. Das heißt, die Dominanz in einem Sektor und die Kenntnis der Menschen, die man da zum Beispiel erworben hat, nutzt man dann, um immer weiter in den nächsten Sektor vorzudringen. Das ist das Wesen der Plattformökonomie. Die Plattformen sind mehrseitig und auch multisektoriell. Die Plattform an sich ist eine Allzwecktechnologie, genauso übrigens wie die künstliche Intelligenz, kann zu den unterschiedlichsten Zwecken eingesetzt werden. Und diese Unternehmen, die jetzt schon mächtig sind mit diesen Mechanismen, die sind auch diejenigen, die am besten in der Lage sind, systemintegrierend Innovation im Bereich der künstlichen Intelligenz voranzubringen. Das heißt, natürlich wird an künstlicher Intelligenz an vielen Ecken der Erde geforscht. Da gibt es viele Innovatoren, viele Universitäten, viele Professoren, viele Startups. Aber jedes dieser Unternehmen, um euch nur mal ungefähr auch einen Eindruck zu geben, gibt 10 Milliarden Dollar im Jahr aus, hat mindestens 2.000 bis 3.000 Leute, die an diesem Thema arbeiten. Zum Vergleich, die Europäische Union insgesamt hat sich zum Ziel gesetzt, 20 Milliarden Euro pro Jahr an öffentlichen Mitteln in die künstliche Intelligenz zu stecken. Das zeigt euch schon auch hier die Stärkeverhältnisse. Und wie gesagt, die Unternehmen investieren und arbeiten an der künstlichen Intelligenz ausgehend von ihrer bereits bestehenden Machtposition. Und unsere These ist, dass die künstliche Intelligenz, die sie entwickeln, wenn wir nicht aufpassen, ihre Machtstellung uneinholbar noch weiter stärken wird. Und deshalb ist es jetzt gerade so wichtig, dass wir die Demokratie mit den entsprechenden Instrumenten der Machtkontrolle ausstatten, die nicht nur den Zweck haben, den Wettbewerb und die Innovationsfähigkeit zu sichern und unseren Mittelstand, wenn man so will, in der Lage zu halten, weiter am Markt teilzunehmen und innovativ tätig zu sein, sondern es geht auch um die Sicherung der Öffentlichkeit, des öffentlichen Diskurses und der Funktionsfähigkeit der Demokratie. Denn diese Unternehmen kontrollieren im weitesten
die elektronische Öffentlichkeit, auf der heute Meinungsbildung stattfindet, nämlich eben Facebook, YouTube, Twitter und so weiter. Und sie üben mit ihrem gewaltigen Geld und mit ihren gewaltigen Lobbymaschinen auch ganz unmittelbar politischen Einfluss aus. Da dürfen wir uns keine Illusionen hingeben. Wir haben das in dem Buch ganz detailliert beschrieben, wie die Unternehmen in Brüssel, in Berlin und in Washington auch als Lobbyisten tätig sind. Aber das ist eben der Unterschied, sagen wir mal, zur Autoindustrie. Neben der unmittelbaren politischen Einflussnahme, in der die deutsche Autoindustrie natürlich auch Großmeister sind, muss man klar sagen, haben die Konzerne des digitalen Sektors, die großen amerikanischen, eben auch noch diese ganzen anderen Instrumente, um in der Öffentlichkeit Meinungsbildung zu betreiben. Und hinzu kommt dann die Ideologie der totalen technischen Machbarkeit, nämlich die sogenannte kalifornische Ideologie, ein ganz wichtiges Element, ein, wenn man so will, hegemonialer Diskurs. Alle Probleme dieser Welt können durch Technologie gelöst werden. Und wir haben das gleich gesehen, bei Covid, ne, wird sofort eine App gebaut. Ob das funktioniert oder nicht, ist egal. Da wird einfach wahnsinnig viel Geld investiert, weil man immer sagt, erstmal Technologie, Technologie. Das alles zusammen sind die Quellen ihrer Macht. Und nach diesem Überblick schreiten wir dann in dem Buch fort und analysieren insbesondere dann das Welt- und Menschenbild des digitalen Komplexes, nämlich die Einzelheiten der kalifornischen Ideologie. Wo kommen sie her? Aus der Kybernetik, aus dem Darwinismus und Sozialdarwinismus und aus der neoliberalen Spieltheorie. Wir gehen dann weiter und analysieren in der Praxis, und ihr seht hier schon, hier ist so ein bisschen immer die Interaktion zwischen Matthias und mir, Matthias als Philosoph, dann komme ich wieder mit den praktischen Erfahrungen im demokratischen Prozess in Brüssel, nämlich wie diese Unternehmen Recht und Demokratie unterminieren. Um euch das nur mal kurz darzustellen, Helga sagte auch eben schon, wir brauchen eine Ethik, da sind wir ganz klar und sagen, Ethik reicht nicht, wir brauchen verbindlich demokratisch legitimiertes und durch Staatsmacht durchsetzbares Recht. Mit Ethik kann man diesem Konzern nicht beikommen. Und das ist genau ihr Anliegen, nämlich das Anliegen dieser Konzerne, dass immer alles unverbindlich bleibt. Die haben viel Geld da reingesteckt, Ethik, Diskussionsgruppen zu entwickeln. Und die waren da so überzeugend, dass auch die Bundesregierung, ich war selbst Mitglied der Datenethikkommission der Bundesregierung und auch auf europäischer Ebene hat die Kommission auch erstmal eine Ethikgruppe eingesetzt. Jetzt zum Glück haben wir erkannt, dass die Ethik nicht reicht und schreiten fort zur Gesetzgebung. Das ist ein ganz wichtiger Schritt nach vorne. Und genauso ist das, sagen wir mal, bei den Ingenieuren. Man sagt, die sollen einen hippokratischen Eid ablegen. Da sind wir nicht dagegen, aber wir sagen wieder, das reicht nicht. Wir müssen mit Recht diese Unternehmen einhegen und wir müssen auch ganz klar darüber diskutieren, dass sie immer wieder versuchen, sich den verbindlichen Regeln zu entziehen, auch wenn Gesetze gemacht werden. Also Schritt eins ist immer Gesetz verhindern. Wenn das nicht geht, Gesetz weich machen. Wenn das nicht geht, Mechanismen vorsehen, die dann doch noch wieder Öffnungsklauseln für Selbstregulierung oder Selbstdurchsetzung des Rechts möglich machen. Also ein schönes Beispiel in der Datenschutzgrundverordnung, da mussten wir ja irrsinnig viel Kompromisse machen, um das durch Rat und Parlament durchzukriegen, ist die Öffnungsklausel für Zertifizierungssysteme. Und die hat die deutsche Bitkom, also der Verband der Internetindustrie, gleich genutzt und ein scheinbar unabhängiges Überwachungsgremium errichtet zur Kontrolle der Selbstzertifizierung der Unternehmen. Und in unserem Buch zeigen wir mal, wie wenig unabhängig dieses Gremium ist, nur mal, um das auch mal ein bisschen konkret zu machen. Sie wollen sich selbst also die Regeln setzen, sie wollen eine eigene Gerichtsbarkeit, wir lesen das jetzt über Facebook, ja, das Facebook Supreme Court, all das haben wir aufgespießt. Und wenn einmal ein Gesetz da ist, das ist ja dann auch meine Aufgabe, es ist ja nicht nur Politikentwicklung, sondern ich habe viele Jahre auch die großen Prozesse vor dem Europäischen Gerichtshof geführt, dann geht man bis in die letzte Instanz, um eine enge Interpretation zu erreichen und sich möglichst der Bindungswirkung des Gerichts, des Gesetzes zu entziehen. Zum Glück möchte ich mal sagen, unsere Richter am Bundesverfassungsgericht und auch am Europäischen Gerichtshof und auch am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg sind eigentlich, muss man wirklich sagen, die letzte Bastion, die immer noch standhält. Ja, soweit zur praktischen
Politik, dann kommen wir zum Strukturwandel der Öffentlichkeit, sozusagen eine Fortschreibung von Habermas-Analyse, was in der Öffentlichkeit passiert, in das digitale Zeitalter. Die Vermachtung und Automatisierung zerstören die demokratische Öffentlichkeit, also der Konkurrenzkampf zwischen den Plattformen und den Zeitungen, auch dem Fernsehen. Ganz aktuell jetzt, wir sehen jetzt überall den Chef von Springer, Herrn Döpfner, der auch Chef des Deutschen Zeitungsverlegerverbandes ist, der für Copyright-Regeln plädiert, was ich gut finde, was Herr Springer, aber Herr Döpfner aber auch macht, und da muss man ihn ganz stark kritisieren. Er sagt, diese Plattformen sind keine Medien und sollten niemals wie diese behandelt werden. Und ich sage euch, warum er das sagt. Weil er eines Tages den Springer Verlag selbst an eine dieser Plattformen verkaufen möchte. Und er möchte verkaufen können, ohne dass das deutsche Medienkonzentrationsrecht dann anwendbar ist. Das deutsche Medienkonzentrationsrecht sieht nämlich vor, dass bei einem Zusammenschluss von zwei großen Medienunternehmen geguckt wird, wie groß ist der Marktanteil in der Meinungsbildung. Und weil diese Konzerne schon so mächtig sind in der Meinungsbildung, hat Herr Döpfner Sorge, dass er dann Springer nicht verkaufen könnte, wenn man nach dem deutschen Medienkonzentrationsrecht die Plattform als Medien ansehen würde. Also ich sag mal so, Herr Döpfner, mit dem, was er tut, auch jetzt gerade verfolgt knallharte Springer-Konzernpolitik. Ein Großteil des Konzerns ist ja schon verkauft an ein amerikanisches Investmenthaus, KKR. Und die wollen Profite sehen. Und diese Profite kriegen sie nur durch den Verkauf an eine Plattform. Und deshalb dürfen wir nicht glauben, dass Herr Döpfner der Kämpfer für Freiheit und Demokratie ist, sondern er tut das, was notwendig ist, den Wert seines Konzerns zu steigern und was notwendig ist, um den Weg zum Verkauf an eine dieser Plattformen zu errichten und möglich zu machen. Da dürfen wir uns keiner Illusion hingeben. Gegenentwurf und Selbstvergewissung. Also das Buch hat eine V-Kurve. Am Anfang Kritik, Kritik, Kritik. Jetzt sind wir unten angekommen, ganz unten, und sind schwer deprimiert, wie schlecht es alles aussieht. Jetzt geht's wieder nach oben. Jetzt zeigen wir nämlich, ausgehend von den Quellen der Demokratie und dem Prinzip Verantwortung von Hans Jonas, dass wir uns natürlich durch Denken und tätiges, aktives Handeln in der Politik dieser Gefahr, wenn man so will, stellen und entziehen können. Wir können gestalten, wir müssen unsere Verantwortung wahrnehmen, und es gibt Alternativen zu dem technischen Determinismus dieser Konzerne in der kalifornischen Ideologie. Und das letzte Kapitel ist dann eine praktische Handreichung, was wir in der Politik tun müssen. Und im ersten Kapitel, ganz aktuell, können wir auf die Demokratie in Amerika hoffen? Denn es wäre ja schön, wenn in Amerika diese Probleme geregelt werden. Eine Sache ist klar, die Bürger Amerikas und auch im akademischen Spektrum, ich bin sehr oft in Amerika unterwegs, gibt es sehr viele Leute, denen das genauso stinkt, was diese Konzerne hinlegen, wie in Europa. Die Frage ist, ob in Amerika die Machtverhältnisse so sind, dass im Kongress wirklich etwas zustande kommen kann. Damals, als wir die Datenschutzgrundverordnung verhandelt haben in Europa, hat Obama versucht, zweimal einen ähnlichen Gesetzesakt, der hieß Privacy Baseline Act, durch den amerikanischen Kongress zu bringen, um sozusagen mit Europa gleichzuziehen. Und Obama hatte gute Absichten. Und zweimal ist er gescheitert am Kongress. Der Unterschied ist jetzt, dass jetzt eine ganz knappe Mehrheit der Demokraten in beiden Häusern gibt. Aber sie ist eben sehr knapp. Und in Amerika ist nun mal leider die Realität, dass das Geld in der Politik eine unglaublich viel größere Rolle spielt als in Europa. Deshalb bin ich pessimistisch und deshalb finde ich es richtig, dass Europa jetzt vorangeht. Aber wir Europäer reichen Amerika die Hand. Die Europäische Kommission hat eine Mitteilung auf den Tisch gelegt und gesagt, wir machen das gerne mit euch zusammen. Wir wollen das gerne natürlich kohärent, wenn möglich, weltweit alles regulieren. Und wir warten jetzt auf Reaktionen des neuen Präsidenten, ob er unser Angebot, die Sache gemeinsam anzugehen, eben zum Beispiel solche Gesetzesakte in die Welt zu bringen, wie den Digital Service Act und Digital Markets Act, was Helga schon gesagt hat,
auf beiden Seiten des Atlantik voranzubringen. Also ich halte es für möglich, bin aber skeptisch. Und dann kommen die Einzelheiten, das können wir jetzt nicht alles durchgehen. Natürlich brauchen wir eine aktive Demokratiepolitik und Technologiepolitik. Und ich will nur mal warnen, es reicht nicht zu sagen, es muss alles so bleiben wie im Analogen. Vieles wird anders sein im Digitalen. Und wir müssen sozusagen die Prinzipien zwar in die Zukunft fortschreiben, aber uns natürlich mit neuen Instrumenten ausstatten. Die Frage, was tun gegen die Machtkonzentration? In Deutschland ist ja jetzt gerade das GBB geändert worden, um dem deutschen Kartellamt mehr Macht zu geben. Das ist sozusagen ein Vorläufer des europäischen Digital Markets Act. Das geht alles in die richtige Richtung. Ich glaube persönlich, wir brauchen ein Prinzip der Plattformneutralität. Wir brauchen Regeln über die Machtteilung in den Plattformen. Es kann eben nicht sein, dass sich diese Plattformen unbegrenzt über alle Bereiche ausbreiten, sondern wir brauchen da eine, wenn man so will, ein Prinzip der Gewaltenteilung, was wir ja in der Demokratie kennen für den Staat, brauchen wir auch für die Technologie. Und wir brauchen auch eine Interkonnektivitätspflicht. Das heißt, diese Plattformen müssen sich vor Konkurrenten öffnen, genauso wie von allen Telefonanbietern in jedes Netz telefonieren können oder E-Mails schicken können, müssen wir in Zukunft auch in den sozialen Netzen und den Messengers firmenübergreifend uns vernetzen können. Und dadurch öffnen wir auch den Wettbewerb. Und Wettbewerb ist hier ganz wichtig, nicht nur als Innovationsinstrument, sondern eben auch für die Demokratie und für Grundrechte, weil im Wettbewerb es dann eben möglich wird, zum Beispiel für die soziale Vernetzung auch zu Systemen zu gehen, die grundrechtsfreundlicher und demokratiefreundlicher sind, ohne die Freunde auf Facebook zu verlieren. Also um nochmal zum Springer Verlag zurückzukommen, wenn wir eine Interkonnektivitätspflicht für soziale Netze hätten, und die werden wir fangen jetzt an, im Digital Markets Act sowas Ähnliches einzuführen, dann könnte der Springer Verlag ein eigenes soziales Netz entwickeln und seine Verlagsinhalte dort seinen Kunden exklusiv anbieten. Gleichzeitig könnten aber die Kunden auf diesem Netzwerk von Springer sich dann auch mit ihren Freunden auf Facebook verbinden, aber eben nach den Regeln des Springer-Netzwerks. Und wenn Springer das richtig macht, datenschutzfreundlich und so weiter, wenn man ihnen das glaubt, wenn sie da mehr Vertrauen genießen dann als Facebook, ist das ein interessantes Geschäftsmodell für Verlage, nicht nur für Springer, für alle Verlage, kann auch die Taz machen, weil auf dem eigenen Netzwerk dann Inhalte exklusiv angeboten werden können. Das kann zum Beispiel Teil eines Zeitungsabonnements werden. Ja, wie muss das Recht aussehen? Das künftige KI-Recht haben wir hier ganz detailliert niedergelegt. Im März diesen Jahres, also in 2 Monaten, legt die Europäische Kommission die entsprechenden Vorschläge dazu vor. Da könnt ihr euch schon mal auf die Diskussion durch die Lektüre unseres Buches vorbereiten. Und am Ende noch ein Wort an die Ingenieure und diejenigen, die im Technikbereich arbeiten, ob das in der Wartung ist, im Maintenance von digitalen Systemen, ob als Programmierer. Wir brauchen eure Kenntnisse. Die Politik braucht mehr Menschen aus dem Bereich der digitalen Technologien, die sich in der Politik engagieren. Wir haben für das Buch mal nachgezählt, sowohl im Deutschen Bundestag als auch im amerikanischen Kongress ist der Anteil der Ingenieure radikal zurückgegangen. Gleichzeitig ist aber diese Berufsgruppe größer geworden und ihre Macht auch über Gesellschaft ist gewaltig gestiegen. Denn sie bauen ja die Systeme, sie bauen die Algorithmen, nach denen wir unsere Nachrichten heute auf den Systemen der elektronischen Öffentlichkeit aufgespielt bekommen. Und wir brauchen die Leute, die diese Kenntnisse haben, um die Systeme zu verstehen in der Politik und um gute Politik machen zu können. Und gleichzeitig glaube ich, dass ein intensiverer Kontakt dieser technischen Intelligenz, wenn man so will, mit der Demokratie gut und wichtig ist, weil wir in Zukunft fordern müssen, dass die Techniker und die Entwickler eine Folgenabschätzung machen für ihre Technologie, für ihre digitale Technologie. Und diese Folgenabschätzung muss auch die Auswirkung auf Grundrechte und Demokratie mit umfassen. Es geht eben nicht mehr nur um Umwelt und Sicherheit, wie das bisher der Fall war, sondern diese technologischen Systeme gehen weit in tiefe Bereiche unserer Gesellschaft, ob in der Polizei, ob in den Schulen, ob eben im Rahmen der Meinungsbildung als Medien. Das sind alles Bereiche, wo andere
wichtige Interessen des Gemeinwohls, eben Grundrechte und Funktionsfähigkeit der Demokratie betroffen sind. Und da müssen wir eine höhere Verantwortung auch von der Technikszene und der künstlichen Intelligenz einfordern. Und deshalb ist es gut, wenn wir ihnen auch die Hand reichen und sie in die demokratischen Prozesse mit einbeziehen und dort auch die Sensitivität und die Kenntnis auch dessen, was Demokratie erfordert, erhöhen. Also unser Buch ist ein Angebot zum Dialog. Und deswegen haben wir am Schluss eben auch dieses Kapitel, die neue Verantwortung der technischen Intelligenz. Wir glauben, dass in Deutschland gerade die Voraussetzungen dafür sehr, sehr gut sind, denn die deutsche Ingenieurskultur ist eine Kultur der Verantwortung. Das haben wir schon sehr oft, das ist auch schon sehr oft studiert worden von Eugen Kogon und anderen. Natürlich gibt es auch immer mal wieder Sachen, die schieflaufen, haben wir jetzt gerade in der Autoindustrie gesehen, aber mehrheitlich, und dazu gibt es auch Empirik, antworten deutsche Ingenieure auf die Frage, seid ihr bereit, Verantwortung für eure Technologie zu nehmen, auch gesellschaftliche Verantwortung? Ja. Und ich glaube, das sollte uns optimistisch machen. Also vielen Dank für die Möglichkeit, das Buch hier vorzustellen. Und jetzt freue ich mich mit Matthias Pfeffer zusammen, der ein alter Studienfreund von mir ist und mit dem ich das Buch geschrieben habe, nach dem Motto, wir haben 30 Jahre geschwätzt zusammen und diskutiert, immer wieder politisch und philosophisch. Jetzt schreiben wir mal was. Jetzt freue ich mich also auf die Diskussion mit euch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Paul, für den Ritt durch euer Buch und auch die vielen politischen Einschätzungen und auch aktuellen Kommentare. Wir kommen gleich in der Diskussion darauf zurück. Jetzt als erstes hat aber Frieda Nahke das Wort. Als Informatikprofessor wird er uns einen Kommentar geben zu etlichen Grundbegriffen und seinen Überlegungen zu diesen großen Fragen. Und dann steigen wir, wie gesagt, in die Debatte ein. Bitte, Frieda. Danke und willkommen sozusagen. Ich sitze hier A, begeistert durch das, was wir von Paul Nemitz gerade alles gehört haben, und B, aber bedrückt in dem Sinne, um Himmels Willen, was soll ich jetzt hier noch sagen? Erstmal nix, denn erstmal haben Sie gesprochen vor einem ungeheuren praktischen politischen Hintergrund, wo ich jetzt hier richtig von Minute zu Minute versunken bin. Was bin ich für ein totaler Ignorant? Dort nicht bloß politisch, so wie ich das auch mal eine kurze Zeit in meinem Leben, aber niemals, niemals dort, wo Politik etwas bewirkt, sondern immer und immer nur, wo das, was wir gemeint haben, Politik, dass es Politik sei, zu kritisieren. Nur Kritik. Ich habe mir sogar ganz entgegen meiner Gebräuche einen Text vorbereitet, weil ich dachte, in diesem Zusammenhang, den wir hier haben, da ist es ja ganz unmöglich, dass ich anfange zu reden und dann kein richtiges Ende finde. Den werde ich mir jetzt gleich vornehmen und dann sehen, was ich davon vortrage. Und will davor aber nur noch sozusagen, um ein kleines bisschen Bereitschaft zum Zuhören noch zu erzeugen, Folgendes sagen. Mein Hintergrund ist der der radikalen Linken. Also von Menschen, die in den 70er und bis in die 80er Jahre hinein meinten, wir bereiten die Revolution vor. Und jetzt könnte ich das anders sagen. Mein Hintergrund ist einer der radikalen Gegnerschaft zum Kapitalismus. Sie haben ganz zu Recht und schön mit netten Untertönen, Herr Nemitz, kurz mal auch Kapitalismus was gesagt. Der würde nun bei mir nicht kurz mal erwähnt, sondern das wäre der Grund und Boden, auf dem als Hintergrund alles das, was Sie in ungeheurer Überzeugungskraft vorgetragen haben, nur stattfinden kann. Und deswegen werde ich jetzt gleich, Helga, tut mir leid, dass das so ist, vor einem Hintergrund, der für die meisten von uns null Bedeutung hat,
das sagen, was ich sagen möchte. Und wie das dann womöglich ganz schlecht ausgeht, das weiß ich nicht. Vielleicht kann ich noch so ein Bekenntnis machen, um da nicht als der totale Ignorant gleich zu wirken. Die europäische Idee, das könnte ich für mich beanspruchen, die ist meine, ich kann es euch nicht sagen, seit ich 16 Jahre alt war ungefähr, und diese 16 Jahre, die sind nun lange schon dahin. Aber diese, oder meine große Sympathie für Europa kam, da merkt ihr, wie lange das her ist, daraus, Deutschland ist das verbrecherischste Land, was es überhaupt jemals gegeben hat. Und kein anderes Land, und das, dieses Deutschland war Westdeutschland, kein anderes Land wird auch nur in die Nähe der Verbrechen der Deutschen im 20. Jahrhundert aufschließen können. Das ist mein Hintergrund, der ist fern davon, also richtig tonangebend in europäischer Politik tätig sein zu können. Strich. Ich lese jetzt den Text. Es tut mir leid. Und atmet einfach einmal durch. Das von Nemitz, das wird wahrscheinlich in allen Seelen, die wir jetzt hier zuhören, einen ungeheuren Nachklang. Ich habe mir zwei Seiten lang hier aufgeschrieben, um heute am Nachmittag dann da ein bisschen weiter zu lesen. Ich habe mir hier aufgeschrieben, in dem Buch, das den Hintergrund unseres Zusammenseins abgibt, und wir haben gerade viel über das Buch gehört, und ich habe es, und es ist leicht zu lesen, aber nicht so leicht nachzudenken drüber. So mein Eindruck. In dem Buch heißt es gleich am Anfang, das ist jetzt Zitat, der Aufstieg der Technik führt zur Notwendigkeit, sich neu auf das Prinzip Mensch zu besinnen. Darauf, dass der Mensch den Nutzen dieser Technik hat und dass eine humane, vom Menschen bestimmte Zukunft möglich bleibt. Ende des Zitats. Wunderbar, als ich das gelesen habe, begeisternd geradezu, solch ein Bekenntnis gleich auf der ersten Seite einer Einleitung, und dann, so geht dann da mein Gedanke, dennoch, der Mensch soll den Nutzen haben. Der Mensch soll die Zukunft bestimmen. Liebenswürdige Formulierungen, aber hilflos. Wer wäre dieser Mensch? Der Fabrikarbeiter oder der Fabrikherr? Der seine Dividende betrachtende Aktienbesitzer oder die Oma, deren kleine Ersparnis dahinschmilzt wegen Nullzins? Also, der Mensch ist für mich eine allgemeine, abstrakte Kategorie. Die Menschen sind etwas ganz anderes. Und die unterscheiden sich sofort in dieser Gesellschaft, wo alle auf der einen oder auf der anderen Seite unter den gleichen Verhältnissen leben. Die einen aber haben von den Verhältnissen den Nutzen, die anderen nicht oder nur selten. Euer Buch, Nemitz Pfeffer, ist umfangreich und es wird durchaus konkreter, als ich jetzt hier es gerade mal von wenigen Betrachtungen her versuche zu kennzeichnen. Doch es stimmt uns zum Beginn ein auf eine dieser allgemeinen Betrachtungen. Es setzt einen Rahmen, der von der Wirklichkeit der konkret lebenden Menschen entfernt ist. Und da wage ich mich nun ungeheuer vor und falsch. Denn was wir, Nemitz hat hingewiesen, das letzte Kapitel, was tun? Sie können es nicht denken, dann denke ich sofort, ach, schreibt er jetzt Lenin?
Denn eine der wichtigsten Schriften von Lenin von 1905 ist so, was oder heißt so, was tun? Was tun, Lenin, in einer heftigen Situation? 1905 gibt es eine kleine erste Revolution im Zarenreich, nachher geschieht es 1917 richtig. Später in dem Buch lese ich Folgendes. Wieder Zitat, wir müssen jede Macht, auch und gerade die technische Macht großer Systeme wie das Internet, verstehen wollen und können. Und wieder, jawohl, sehr gut, unbedingt, was denn sonst? Dann käme bei mir wieder eine kleine vielleicht, ich weiß es nicht, Herr Nemitz, Unterscheidung. Ohne die Technik zu verstehen, können wir sie nicht bekämpfen. Ich bin nicht einfach für die Technologie. Denn die Technologie, wenngleich die meisten von uns immer meinen, sie sei unabhängig von den gesellschaftlichen Verhältnissen, ist dieses nicht. Das Internet ist eine durch und durch kapitalistische Einrichtung. Durch und durch. Seine ganze Technik trägt in sich, das klingt jetzt abstrakt und ist es auch, trägt in sich die kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Dazu ist es da. Und das ganz in den Anfängen des Internet. Ich habe das große Glück, dass ich da in Kanada gelebt habe und das unmittelbar mitgekriegt habe. Also wie an der University of British Columbia, wo ich war, Vancouver, wie wir da zu den ersten gehören, die diese Universität, die in Kanada einer von drei Knoten, die eingerichtet werden, sind. Sie erwähnen das im Buch. Da gibt, ist das noch mit den IMP, eine gewisse technische Einrichtung, die man braucht, sozusagen an seinen Computer zu stecken, damit man dann nach Waterloo was machen kann. Und da war das noch sehr schick. Also, es gibt einen großen Zeitunterschied zwischen Vancouver und Waterloo und dann Halifax ist noch weiter im Osten. Sind Stunden. Und wenn nachmittags um 3, sagen wir, in Vancouver auf unserem Computer, die Studenten alle, da hat noch kein Mensch einen eigenen Rechner, alle bei ihren Übungsaufgaben sind und deswegen der Computer langsam in die Knie geht, ist es in Halifax schon Abend und da sind die Studenten nicht mehr. Dann ist es ja grandios, wenn wir jetzt aus Vancouver die Pakete, die die Studenten rechnen wollen, mal schnell dorthin, müssen wir nicht machen, geht automatisch, nach Halifax, dann wird es auf dem Rechner dort gemacht und die Last in Vancouver ist viel geringer und dann kommt das zurück. Ah, das war noch eine schöne Anwendung. Hat uns genützt, die Studierenden waren zufriedener und so weiter und so fort. Aber das sind die Anfänge. Wenn man dann von uns an die Hippie-Träume über das Internet in Kalifornien, ah, das war ja lustig. Das ist alles weg natürlich, aber nicht weg in dem Sinne, dass nicht von vornherein die Absichten ganz andere waren, sondern wenn eine neue Technik aufkommt, dann hat sie sehr oft, nahezu immer, menschliche Zwecke auch möglich, bevor das Ganze dann im Sinne des großen Kapitals seine richtige Funktion gewinnt. Aber die Macht, und das ist ja bis in den Untertitel hinein wesentlich im Buch Prinzip Mensch, die Macht müssen wir immer bei allem mitdenken. Nein, sie bestimmt unser Handeln. Ich möchte noch ein paar Bemerkungen nur machen zu künstlicher Intelligenz. Also etwas, was tatsächlich, Nemitz hat das ja wunderbar gesagt, grandios. Ich habe in diese Richtung sofort nachdenken müssen, dass der Untertitel heißt Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Dass Sie das Wort Zeitalter da verwenden, ne, das war mir deutlich und Sie haben es ganz deutlich gesagt, das ist programmatisch gemeint. Hallo, hallo. Und dann habe ich nur für mich denken müssen, ohne eine Lösung.
Und ist dieses Zeitalter tatsächlich bestimmt durch die künstliche Intelligenz? Müsste es nicht ganz anders heißen, die Charakterisierung dieses jetzigen Zeitalters? Ich bin bei meinem Nachdenken nicht zum Ende gekommen, wollte das nur anmerken. Was ist das, künstliche Intelligenz? Die Antwort ist leicht. Erstens, es gibt sie nicht. Und zweitens, das, was es gibt und KI, künstliche Intelligenz genannt wird, ist Software. Also ich gehöre zu denen, die, so meine ich, wieder ist das in meiner kanadischen Zeit, in Vancouver, als ich da hinkomme, als kleiner ASPROF, kommen gleichzeitig drei andere aus anderen Teilen Nordamerikas, mein Alter, und wir sind es da so in einem, es ist nicht neu, aber es da geht jetzt. Ich will jetzt mal einhaken, darf ich mal eben unterbrechen? Ich würde dich bitten, langsam zum Schluss zu kommen, weil die Zeit läuft uns davon und wir wollen ja auch noch Gelegenheit haben zu einer munteren Debatte. Darum würde ich sagen, versuch mal jetzt das Ende zu finden. Das, kürzer, ja. Ich habe mich ein bisschen jetzt von Nemitz davontragen lassen, aber das ist hundsgemein, was ich da sage. Also Betonung, Helga, ich mache da sofort einen Schluss, vielleicht eine Bemerkung noch. Es gibt die künstliche Intelligenz nicht und dazu muss ich was sagen. Und das, was so genannt wird, ist nicht künstliche Intelligenz, was für ein Quatsch, sondern Software. Ich möchte das runterbringen auf eine ganz normale Ingenieursebene. So, und ja, gut, ich mache dann nur Folgendes noch als eine halbe und danach noch eine Viertelbemerkung. Von künstlicher Intelligenz zu reden, ist schlicht und einfach Quatsch. Alle meine Kollegen, ich weiß es wohl, tun das. Ich weiß es ja wohl. Die quatschen dann eben, typisch für Professoren. Denn Intelligenz verlangt Leben. Lebewesen der einen oder anderen Art, zum Beispiel Menschen, können sich intelligent verhalten. Keine Maschine kann das je. Warum? Weil sie nicht lebt. Unsere Intelligenz ist Zeichen unseres Lebendigseins. Das ist jetzt eine furchtbar allgemeine Bemerkung. Aber es tut mir leid, so einfach ist das. Und wir lassen uns durch die ständige Verwendung des Wortes künstliche Intelligenz vormachen, man könne auf eine Maschine etwas bringen, was uns alleine, uns Menschen und dann bestimmten Tieren in ihrer Art zukommt. Ich mache da schlicht nicht mit. Das ist eine Ideologisierung der schlimmsten Art, die uns weismacht, was uns allein auszeichnet. Könnte auch in einer Maschine erscheinen. Völliger Blödsinn. Jedes Programm, was wir schreiben, und das kann ich nun für mich beanspruchen, ich habe in meinem Leben viele Programme geschrieben, alle Programme, die wir schreiben, kommen daraus, dass etwas, was bis zu der Minute Kopfarbeit ist, mentale Tätigkeit, jetzt in algorithmische Form gebracht wird und diese dann in ein Programm umgesetzt wird. Algorithmische Form bedeutet, es muss jetzt reduziert werden. Und nichts, was auf einem Computer existiert und passiert und verwendet wird und was ungeheure Wunder, Anführungszeichen, zu sein scheint, nichts ist nicht entstanden aus intelligenter Arbeit von Menschen, die etwas, was bis dahin Menschen machen, jetzt so reduzieren, algorithmisch, dass selbst sogar eine Maschine das ausführen kann. Wieder, mein Appell hier ist nur der, nicht sich einzulassen darauf, dass irgendetwas, was wir tun, die Maschine auch täte. Sie kann immer nur, sie ist Maschine, hallo. Und sie ist nicht lebendig, A, und B,
was sie kann, muss aus dem, was wir vorher gemacht haben, durch Reduktion erreicht werden. Da höre ich auf, wenngleich ich noch ein geschichtliches Ding zu künstlicher Intelligenz sagen wollte, wo wir das dann ganz klar sehen können, von den ersten, als das Wort aufkommt, künstliche Intelligenz 1956, ist es ein Trick von John McCarthy, der dadurch, er wollte es anders nennen zuerst, und dann hat er gemerkt, da kommt er in Konkurrenz mit Norbert Wiener, und dann hat er gedacht, zu dem kann ich nicht in Konkurrenz kommen. Dann hat er künstliche Intelligenz erfunden. Und seitdem machen wir das. Schönen Dank. Okay, vielen Dank. Ja, ich glaube, wir machen an dem Punkt jetzt einfach mal eine Unterbrechung. Du hast ein paar von den Grundbegriffen und wie wir damit umgehen, daran eine ziemlich deutliche Kritik formuliert. Ich würde gerne jetzt wieder versuchen, diese Punkte zu koppeln, nämlich wir gehen gemeinsam auch mit dem Buch von Paul und Matthias Pfeffer davon aus, dass es eine Entwicklung der Plattform in den letzten zwei Dekaden gegeben hat, die uns politisch aus dem Ruder gelaufen ist und jetzt die europäische Politik den Ansatz machen will, diese Ökonomie in die politisch-demokratische Regulierung zurückzuholen. Und ich würde jetzt gerne Matthias Pfeffer einladen, schön, dass Sie jetzt auch dabei sind, wirklich einen kurzen Kommentar zu geben, wenn Sie sich jetzt dazu in der Lage sehen, Sie sind ja noch nicht so lange dabei. Sonst, wenn Ihnen das jetzt nicht recht ist, dann würde ich sagen, wir sammeln jetzt erstmal Fragen und Kommentare und dann steigen Sie hinterher ein. Können Sie mal kurz sagen, wie Sie es machen wollen, Herr Pfeffer? Ja, ich steige jetzt gerne ganz kurz ein auf das eben Gehörte, muss mich auch kurz entschuldigen, also ich hatte gestern, habe hier noch lange am neuen Buch gearbeitet und habe mir dann heute einen analogen Tag in der Sonne zum Sport machen draußen genommen und hatte irgendwie 12 Uhr abgespeichert. Und da sieht man, meine menschliche Intelligenz leider nicht so war wie die Automaten, die uns dann immer zu den Meetings rufen. Und deswegen muss ich mich entschuldigen, aber den Vortrag von Paul habe ich versäumt. Das Buch kenne ich ja genauso gut wie er. Insofern, Paul, siehst du es mir nach, dass ich dir da nicht so aufmerksam gefolgt bin. Ich habe aber Ihren Vortrag, jetzt Ihre Ausführungen eben sehr genau gehört und will vielleicht an zwei Punkten was sagen. Zum einen, gerade was Sie am Schluss sagen, ist richtig. Wir haben ja diese Kritik auch sehr weit ausgeführt. McCarthy hat das erfunden. Es ging damals sogar um Fördergelder. Also es war ein Antrag, wo man die Geldgeber der Rockefeller Foundation auch richtig heiß machen wollte auf dieses tolle Projekt. Und dann hat man das Geld auch bekommen und so weiter. Und das ist eben auch so, dass das von Anfang an diese ganze Thematik ja sehr stark mit Marketing auch verbunden war. Und das führt dann am Ende dazu, was Sie auch gesagt haben, dann kommt dann irgendwann die ökonomische Seele sozusagen dieses ganzen Unternehmens wirklich raus, wenn wir dann sehen, wie wir von Verkaufsalgorithmen bei Amazon und anderen mit Werbung und mit Produkten zugeschaufelt werden und wundern uns. Aber da kommt sozusagen dann der wahre Kern auch irgendwie zutage. Zum Thema künstliche Intelligenz oder noch die andere Anmerkung, die ich machen wollte, weil Sie gesagt haben, der Mensch, wer ist der Mensch? Auch darüber haben wir, als wir es geschrieben haben, schon ein bisschen nachgedacht. Das eine ist natürlich, es scheint vielleicht heute problematisch, weil man der Mensch ja auch nicht gendern kann. Oder es wäre zumindest sehr schwer. Also der oder die Menschwende wäre dann was anderes. Aber Spaß beiseite, der Mensch ist für uns ein Gattungsbegriff, den wir schon irgendwo für wichtig halten. Und ich glaube, wir dürfen das auch nicht aufgeben, wenn wir das Ziel verfolgen, auch eine universelle Vernunft weiterhin zu begründen und auch vielleicht aufrechtzuerhalten, auch gegen die Anmaßung von solchen, ja, wie soll man sagen, Partikularinteressen, die da immer sehr massiv und sehr geschickt vorgetragen werden mit sehr viel PR. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir den Menschen auch nochmal definieren, wirklich als das Wesen, wie Sie es auch gesagt haben, der zu intelligentem, selbstbewusstem Leben in der Lage ist und eben auch zur Autonomie. Stattdessen reden wir heute vom autonomen Fahren, also Maschinen haben dann plötzlich die Autonomie. Und insofern halten wir so einen Gattungsbegriff ganz allgemein gesprochen schon für wichtig, weil der Zentralbegriff, der unsere Intelligenz auszeichnet, ist ja die Vernunft. Und da gebe ich Ihnen auch recht, dazu kommen diese Maschinen sicherlich nicht. Aber ich will auch einen Einschritt machen. Ich sehe das Thema KI, nun sind wir beide keine Informatiker, Niemitz nicht und ich nicht. Aber dieses Thema künstliche Intelligenz hat gegenüber der Zeit der 50er, 60er und 70er Jahre durch das maschinelle Lernen und durch die neuronalen Netzwerke jetzt ja nochmal an Brisanz gewonnen. Vorher war das in der Tat eine reine symbolisch-logische Kombination.
und letztlich eine Hochrechnung, die diese Maschine einfach nur gemacht hat, und zwar strikt nach dem Algorithmus, wenn dann, der vorher auch einprogrammiert wurde. Jetzt können sich die Algorithmen im Zuge eines solchen maschinellen Lernens, sogenanntem Deep Learning, ja selbst verändern. Und wir haben dann Vorgänge, die wir als Programmierer, als Menschen, die diese Maschine programmiert haben, nicht mehr hundertprozentig beherrschen und kontrollieren können. Wenn Sie jetzt mal die Berichterstattung angesehen haben über das Protein-Fold von Google, Google-Fold heißt es, glaube ich, Alpha-Fold, diese Maschine, die es eben geschafft hat, wirklich ein großes Geheimnis der Genetik zu entschlüsseln anscheinend, dann war zunächst mal das Ergebnis bekannt gemacht worden. Es wurde aber gleich gesagt, wir haben noch gar nicht richtig verstanden, wie die Maschine dazu gekommen ist. Wir müssen also jetzt erstmal die Maschine nachträglich interpretieren und gucken, was hat die da eigentlich gemacht. Und das ist schon etwas Neues. Da spricht man ja auch von dem Blackbox-Charakter dieser neuen künstlichen Intelligenz in Gänsefüßchen. Wir schreiben das auch eigentlich ja immer in Gänsefüßchen. Und die haben natürlich jetzt tatsächlich dadurch nochmal eine gewisse Eigenständigkeit bekommen. Und summa summarum mit der Technologie, die da jetzt schon überall am Werke ist, wird die Macht, die sie haben über menschliche Entscheidungen, auch teilweise über individuelle Entscheidungen, schon nochmal deutlich größer und ein Stück weit auch unbeherrschbarer. Ich glaube, darauf muss man schon sehr genau hinweisen, weil das Problem, wie man diese Maschinen dann auch kontrolliert und wie man ihre Ergebnisse auch bewertet, das tritt einfach immer stärker, glaube ich, dadurch in den Vordergrund. Vielen Dank, Matthias Pfeffer. Bevor wir jetzt in die Debatte hier im Kreis einsteigen, würde ich gerne noch mal eine politische Bemerkung aus meinen Erfahrungen der letzten Jahre Politik gegenüber den Plattformen mit Ihnen und euch teilen. Wir haben ja eine politische Situation in der deutschen Öffentlichkeit, aber auch in anderen europäischen Öffentlichkeiten, wo die Analyse, die jetzt Paul und Matthias vorgenommen haben, also wie weit die Kapitalisierung der Plattform gelaufen ist, wie das auch im Bereich der KI jetzt durchgeschlagen ist, wie es im Grunde alle gesellschaftlichen und ökonomischen Bereiche auf den digitalen Kapitalismus getrimmt hat, ja immer noch in manchen Teilen der Netzöffentlichkeit als rein freies Netz gesehen wird, was man auch verteidigt. Und wo noch die Spielwiese dieser Hippie-Kultur doch im Diskurs eine große Rolle spielt. Jetzt kann man sagen, dass Bitkom viel eben schon, der Interessenverband der digitalen Wirtschaft in Deutschland hat ja auch in allen Fragen von Datenschutzgrundverordnung, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Copyright und jetzt auch weitere Regulierungsansätze immer eine Position eingenommen, nicht nur das Silicon Valley selber, sondern auch die Interessenverbände in Deutschland, die eigentlich ein Interesse an gar keiner oder wenig Regulierung haben und ihre eigenen Interessen gewahrt sehen wollen. Und wir stehen ja vor einer harten politischen Auseinandersetzung. Paul hat eben auch schon gesagt, man soll sich nichts vormachen, wie hart der Lobbyismus der großen Firmen ist, die sehr viel Geld haben, die sehr gute Leute haben, die extrem gut gebildet sind und die sich in alle diese politischen Auseinandersetzungen einschalten. Und ich würde auch heute diese Debatte gerne nutzen, um darüber nochmal zu reden, wie muss man argumentieren und wie erreicht man Menschen, wenn man davon ausgeht, dass es eine Notwendigkeit einer angemessenen Regulierung gibt, die Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit nicht einschränken darf und trotzdem offensichtlich aber klare Regeln für diese Plattformen braucht. Und das wird ja auch mit dem Digital Service Act in den nächsten Jahren ein Teil der politischen Auseinandersetzung sein, wie man genau das schafft, einerseits Regeln zu machen, die die Qualität der Demokratie wiederherstellen, das den Plattformen nicht einfach überlässt und gleichzeitig, um es mal drastisch zu sagen, kein Wahrheitsministerium installiert, wo irgendwer von den Politikern festlegt, was man nun sagen darf und was nicht. Das hat uns in den letzten Jahren schon sehr beschäftigt, dieser Streit, und das wird ja jetzt nochmal wiederkommen. Und da hat ja auch die Kommission jetzt eine große Aufgabe. Auch der Gesetzentwurf ist ja relativ vorsichtig, was diese Regulierungsansprüche angeht. Und das fände ich gut, Paul, wenn du nachher auch noch mal ein bisschen sagen würdest, wie diese Auseinandersetzung innerhalb der Kommission und auch der Brüsseler Öffentlichkeit im Moment geführt wird. Aber jetzt würde ich gerne erstmal dazu einladen, dass wir gucken, ob es Kommentare, Fragen gibt und wir die Chance nutzen, mit unseren Experten hier ins Gespräch zu kommen. Im Chat kann ich
Moment keine Wortmeldungen sehen. Sonst würde ich, wenn die jetzt nicht, erstmal noch Paul bitten, für auf ein paar Sachen einzugehen und dann schauen wir mal, ob es noch Redewünsche gibt. Paul, bitte. Mikro. Ja, Helga, vielen Dank. Also ich würde das Problem und die Herausforderung so beschreiben. Es ist nicht nur, dass diese Konzerne sehr viel Geld haben, sehr viele Leute haben, die am politischen Prozess da als Lobbyisten mitmachen und auch bis in die Zivilgesellschaft tief reingehen und versuchen, überall Freunde zu gewinnen, in der Wissenschaft, auch mit, wissen wir ja in Deutschland, 7 Millionen an die Uni München, 4 Millionen ans Humboldt-Institut in Berlin und so. Überall werden da faktisch auch Leute eingekauft, muss man knallhart sagen. Sondern das Problem ist auch, die Fragen sind extrem komplex. Und wir schreiben eigentlich jetzt die Grundregeln für die Gesellschaft der Zukunft. Wir haben ja zunächst mal, um das mal klar zu sagen, nicht nur zwei Gesetzgebungsakte auf dem Tisch, Digital Service Act und Digital Markets Act, sondern wir haben parallel dazu die Auseinandersetzung über die Durchsetzung und Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung, die Implementierung der Copyright-Richtlinie. Ja, was für ein Wahnsinn. Da haben wir eine Richtlinie gemacht noch, die jetzt noch umgesetzt werden muss, in jedem Mitgliedstaat anders. Das ist ja die Diskussion, die gerade in Deutschland stattfindet. Dann haben wir Internetneutralität, dann haben wir die Sicherheitsregeln, alles Gesetzgebung. Und dann gibt es noch ein Projekt, das auch schon auf dem Tisch liegt. Das ist der sogenannte Digital Governance Act. Kurz gesagt, da geht es darum, Datenpools im öffentlichen Interesse zu entwickeln. Und dann kommt die Regulierung der künstlichen Intelligenz jetzt in wenigen Wochen dazu. Und also um es kurz zu sagen, wir haben ein extrem zugespitztes Problem, was immer wieder mal in der Demokratie auftritt, aber so geballt noch selten aufgetreten ist. Wir haben nämlich eine irre Komplexität, die natürlich diese Konzerne am besten beherrschen, weil sie die vielen Leute haben und die ganzen Systeme verstehen und kennen. Und auf der anderen Seite haben wir die Frage, wer vertritt hier eigentlich das Gemeinwohl und hat eigentlich auf der Seite der Politikentwickler die Kompetenz in der Sache überhaupt, das auch gut zu machen? Und da würde ich sagen, was jetzt wirklich extrem wichtig ist, ist, dass sich Parlamentarier, Parteien und Zivilgesellschaft wirklich kundig machen, um sich auch engagieren zu können. Und wir müssen viel mehr über diese Dinge reden und auch selbst dazulernen. Denn ohne Gegendruck aus Parteien und Zivilgesellschaft wird das im Parlament und im Rat, wie du schon sagst, Helga, das wird den Bach runtergehen. Die werden uns platt machen. Ja? Und um Gegendruck hier entwickeln zu können, in einer Situation, die ja so aussieht, dass wenn Google dann losgeht und Facebook und sagt, wir müssen jetzt hier zumachen bei euch, ja, wie sie es jetzt in Australien versuchen, und dann den Shitstorm der nützlichen Idioten zur Unterstützung auch mobilisieren können, ja, dann schreckt, wenn man es so will, die professionelle Politik zurück. Und ich glaube wirklich, dass viele Leute in der Politik auch das einfach noch nicht verstanden haben, dass man, dass hier eben Mobilisierungsmechanismen im Gange sind, vor denen man keine Angst haben muss. Man muss keine Angst haben, sondern wir müssen mit erhobenem Kopf hier in der Sache vernünftig argumentieren. Und ja, wie man das mit Erfolg machen kann, da habe ich auch kein goldenes Rezept. Ich weiß nur eins. Wir müssen zum Beispiel ganz laut und deutlich darüber reden, dass diese Konzerne immer wieder die Unwahrheit sagen. Sie lügen über ihre Geschäftsmodelle, sie lügen über das, was die Technologie kann, sie lügen über das, was die Regulierung bewirken wird, ja, sie stellen da Horrorbilder auf und so weiter und so weiter. Ja, und da, ich glaube, wir müssen, um es mal klar zu sagen, an das Schienbein dieser Konzerne ran und sie bloßstellen. Ja, wir müssen klar auch, ich habe auch kein Problem, das kann man aus verschiedenen Richtungen machen, aber ich habe also auch kein Problem damit, wie mit unserem Vorredner, ja, ich meine, aus der ganz linken Richtung kann man da zu Recht sehr, sehr vieles kritisieren. Und am Ende ist es entscheidend, dass zwar unterschiedliche Hintergründe für die Kritik da sind,
dass wir uns aber einig sind darüber, was nicht geht. Und dass wir dann auch Einigung finden darüber, was jetzt getan werden soll im demokratischen Prozess. Und ich glaube, da brauchen wir harte Bandagen. Wir müssen die Glaubwürdigkeit dieser Konzerne stärker als bisher ganz offen in Frage stellen und gleichzeitig mit Augenmaß die politischen Vorschläge versuchen durchzubringen, die notwendig sind, um Demokratie, Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit in der Zukunft zu sichern. Und um diese drei Grundpfeiler geht es. Ja, diese Konzerne würden am liebsten das verbindliche Recht, was sie verpflichtet, außer Kraft setzen. Sie würden gerne Grundrechte weich machen, um mehr Geld verdienen zu können. Und sie würden am liebsten diejenigen sein, die die Demokratie im Griff haben, über ihre elektronischen Systeme der Öffentlichkeit, über ihr Lobbying und so, und sich selbst sozusagen die Regeln setzen. Und dagegen, glaube ich, müssen wir uns wehren. Und ich sag mal so, wir haben in Amerika gerade einen großen Moment der Demokratie erlebt. Ich gucke mir immer wieder an das Gedicht, was da vorgetragen wurde, The Hill We Climb, und muss wirklich sagen, ich war berührt davon. Und das ist eigentlich genau das Gleiche jetzt. The Hill We Climb ist eigentlich jetzt auch die Ansage gegenüber diesen Konzernen. Wir müssen da zusammenstehen und wir müssen da auch, sagen wir mal, kleinliches politisches Ränkespiel mal beiseite lassen. Wir brauchen eine große Koalition für die Funktionsfähigkeit der Demokratie, für Grundrechte und für Rechtsstaatlichkeit. Und dann werden wir das genauso durchkriegen, wie wir auch die Datenschutzgrundverordnung durchgekriegt haben. Und zum Copyright würde ich sagen, daraus müssen wir lernen, keine falschen Kompromisse im Gesetzgebungsprozess. Da sind wir zu weich gewesen. Und man kann schon ein gewisses Maß an Lernen sehen in den Vorschlägen, die jetzt auf dem Tisch liegen. Zum Beispiel haben wir gelernt, dass die rein dezentrale Durchsetzung in der Datenschutzgrundverordnung vielleicht doch nicht so ganz das Gelbe vom Ei war, wenn die Hauptadressaten diese Großkonzerne sind. Und deshalb haben wir im Digital Services Act ja jetzt eine Form von Durchsetzung vorgeschlagen, die es am Ende der Kommission erlaubt, die Durchsetzung an sich zu ziehen, wenn dezentral die Durchsetzung nicht funktioniert. Da müssen wir auch einfach mal die Realitäten sehen. Der Sitz der meisten Unternehmen, um die es hier geht, ist entweder in Irland oder in Luxemburg. Und wenn wir ganz naiv sagen, ja, in Europa wird doch das Recht immer dezentral durchgesetzt, was ja im Grunde stimmt, dann übergeben wir zwei Durchsetzungsbehörden, nämlich in Irland und Luxemburg, die Macht, für alle Bürger in Europa zu entscheiden, wie dieses Recht auf diese Konzerne angewendet wird. Und da müssen wir, glaube ich, klug genug sein, ein System zu haben, dass wer immer dieses Recht dann gegenüber den Konzernen auch durchsetzen muss, dann auch wirklich gemeinsame europäische Interessen wahrnimmt. Darum geht es eigentlich, das sicherzustellen. Und ich will mal sagen, ich bin da ganz zuversichtlich, also von der Kompetenz in der Sache her kann die Kommission das, aber es werden natürlich auch politische Wertentscheidungen da an bestimmten Stellen dann gefällt werden im Gesetzgebungsprozess, und da muss einfach der Druck da sein, dass die dann richtig ausfallen. Ohne diesen Gegendruck, um das mal klar zu sagen, hätten wir die Datenschutzgrundverordnung so auch nicht durchbekommen, ohne solche Leute wie Max Schrems und die ganze digitale Zivilgesellschaft, die sich da positiv engagiert hat, hätten wir es nicht geschafft. Und wir hatten damals das Glück mit Vizepräsidentin Reding, einer Konservativen aus Luxemburg, dass sie wirklich vom Datenschutz überzeugt und begeistert war. Ja, das war eine ungewöhnliche Konstellation. Und ich will mal sagen, es geht ja am Ende auch wirklich um Personen, die sich im Prozess engagieren. Und insofern, Helga, zum Beispiel, wenn du auch mal dann wieder in Brüssel bist und mit deinen Kollegen redest im Parlament und so weiter, da zählt wirklich jeder, der vom Thema was weiß. Und das ist wichtig, auch diese Gespräche immer wieder zu führen und auch in der Öffentlichkeit mal klarzustellen, wo es da vielleicht ein bisschen falsches Denken gibt. Vielen Dank, Paul. Wir haben jetzt ein paar Wortmeldungen und ich würde gerne als erstes Peter Heyers fragen, ob er denn seine Fragen jetzt noch mal live vorbringen will. Peter Heyers, ja? Bitte schön. Ja.
für die Worte, denen ich insbesondere bei Herrn Nemitz komplett gerne auch zustimme. Ich habe es jetzt geschrieben, also daher meine Wahrnehmung, ich komme aus der rechtlichen Seite und habe auch im Output DSGVO viel mitgewirkt, ich sag mal auf der kapitalistischen Seite, aber meine gesamte Erfahrung, auch wenn es um Urheberrecht und Persönlichkeitsrechte in IT-Projekten ist, kommt man als Jurist immer entweder ganz zu spät mit rein, und das ist dann schon schwierig und man hat kaum von Anfang an irgendwie die Chance mitzuwirken und auf die Ideen und auf die gesetzliche Grundlage das Ganze zu stellen. Denn Software ist natürlich ertragsorientiert und ein Projekt ist ertragsorientiert aufgestellt. Aber es besteht kein Bewusstsein, rechtliche Maßgaben so groß mit umzusetzen. Das war so die erste Frage. Kann man das irgendwie ändern? Und wie könnte man das hinbekommen? Und gerade im Bereich künstliche Intelligenz ist ja so ein bisschen das Problem, dass wir diese Blackbox haben und keiner so genau weiß, was da hinten rauskommt. Und man eben nicht durch die Qualität der Daten, wo kommen die her, wie werden die gewichtet, wie füttert man diese Wenn-Dann-Maschine, dass doch vielleicht ein bestimmtes Ergebnis rauskommt, was ich gerne haben möchte, um vielleicht den Staubsauger oder Ähnliches zu verkaufen. Wie kriegt man hin, dass die Menschen, die hier so ein bisschen technikgetrieben sind, sich vielleicht dem Bewusstsein und der Verantwortung gerecht werden, die sie haben. Ich bin Jahrgang 68 und mir kommt das Ganze so vor wie in Atomphysik, als plötzlich die Wissenschaftler festgestellt haben, dass sie die Büchse der Pandora da aufgemacht haben und sich dann gefragt haben, ist das gut oder ist das nicht gut? Das wäre so meine erste Frage. Ja, vielen Dank. Paul, willst du gleich antworten oder wollen wir noch sammeln? Wollen wir die anderen gleich dazu nehmen? Ja, ich kann jetzt mal abarbeiten, was im Chat ist. Das sind interessante Fragen. Das machen wir mal schnell vielleicht. Die sind wirklich gut. Also die erste Frage war genau diese. Wenn in den Projekten man da die Ethik und das Recht nicht so ernst nimmt, Juristen kommen zu spät dazu und so weiter. Also klare Antwort. Das ist gerade der Grund dafür, warum wir ein Recht brauchen, das dann auch durchgesetzt wird und was auch strafbewehrt ist. Wir brauchen hier hohe Strafen für Nichtbefolgung, sonst in der Tat wird es einfach nicht gemacht. Ja, das ist die Erfahrung und deshalb bin ich der Meinung, im Wettbewerbsrecht, um das mal klar zu sagen, ja, wer Preise abspricht und im Markt Verhaltensweisen rechtswidrig koordiniert, haben wir Strafmöglichkeit bis zu 10% des Weltumsatzes für Unternehmen. In der Datenschutzgrundverordnung wurde das runterverhandelt. Aus einem Grund, den ich nicht teile, persönlich bin ich der Meinung, müsste im Datenschutz auch so sein. Na gut, im Gesetzgebungsprozess ist es auf 4%, immer noch gut, 4% des Weltumsatzes. Und für DSA und DMA und was wir alles machen, müssen die Strafen einfach saftig sein. Sonst läuft erstmal eine Strafe von 5 Milliarden gegenüber, ich mache mal Kamera aus, damit der Ton gut ist, gegenüber Facebook verhängt. Also das ist Punkt 1. Und da geht es nicht darum, Normen zu schreiben, wo es sollte und müsste. Nein, das müssen klare Rechtspflichten sein. Und dann ist das zweite Prinzip, Recht und Demokratie und Grundrechte by Design. Das muss eine Rechtspflicht werden, genauso wie wir jetzt schon eine Rechtspflicht haben, Datenschutz by Design in die Systeme einzuarbeiten und auch als Default von Anfang an. Und wer das nicht macht, der wird dann Gegenstand von Umsetzungs- und Vollzugsmaßnahmen. Das geht nicht anders. So, das ist die erste Frage gewesen. Dann kam die Frage zu Recht, die haben wir schon öfter gehabt, zu China. Also ich will mal sagen, wir haben drei Fragen, die immer wieder aufkommen, wo das Buch, oder vier, wo das Buch nicht viel sagt, weil das wir konnten wirklich nicht alles behandeln. Das ist erstens mal die Besteuerung der Unternehmen, das ist nicht unsere Expertise, wir sind keine Ökonomen. Zweitens ist es die ganze Thematik Diskriminierung, Frauen im Digitalen und so weiter, haben wir auch nicht viel zugesagt. Drittens ist es die ganz wichtige Frage der ökologischen Nachhaltigkeit und des Digitalen, siehe der große und sehr gute Bericht des Beirats für globale Umweltveränderung der Bundesregierung, haben wir auch nichts zugesagt.
Und viertens ist es China. Haben wir auch wenig zugesagt. Aber all diese Fragen sind extrem wichtig. Matthias arbeitet ja schon am nächsten Buch. Und ich sage, will und kann natürlich jetzt nicht also da ihm reinreden, weil das wird er schreiben. Aber ich glaube, das sind alles vier Themen, die wichtig sind. Und ich möchte unser Buch nicht so verstanden sehen, dass das China-Problem und die Größe der Konzerne und was auch da diese Kombination von Technologie und Diktatur eigentlich bedeutet, kommunistischer Diktatur in China, das möchte ich nicht so verstanden wissen, unser Buch, dass wir das nicht für wichtig halten. Das ist ein extrem wichtiges Thema und ich würde dazu nur Folgendes sagen. In der Lebenswirklichkeit, jedenfalls zum Zeitpunkt, als wir unser Buch geschrieben haben, haben diese Dinge in Europa noch keine so große Rolle gespielt. Ja, ich meine, die Realität ist eben, dass die Marktanteile, um die es hier geht, in den verschiedenen Sektoren des digitalen und des Internets eben beherrscht werden durch amerikanische Konzerne in Europa. Außer Huawei, das war jetzt aber nicht so unser Thema, auch die Sicherheit der Netze war nicht unser zentrales Thema. Und deshalb haben wir dazu nicht viel gesagt. Aber man könnte über das ganze Thema China und die Kombination eines absolutistischen Machtanspruchs mit Technologie ein auch genauso spannendes Buch schreiben. Und was wir allerdings im Buch sagen, ist, dass die technologischen Allmachtsträume in Silicon Valley und die technologischen Allmachtsträume in der Führung der Kommunistischen Partei in Peking, die sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Sie teilen nämlich die Vorstellung, dass man durch ein technologisches System letztendlich die Welt in all ihren Systemen und auch die Menschen beherrschen kann. Zu ihrem Guten, zu ihrem Nutzen. Und das ist gefährlich, da sind die sich einig. So, wo ist die Schwarmintelligenz geblieben und die Vorstellung, man könne die Konzerne vor sich hertreiben und dann würden sie alles recht richtig machen? Ich würde sagen, das ist genauso naiv, wie die Vorstellung früher war, dass man nur durch individuelles Verhalten die Nachhaltigkeit hinkriegt oder Südafrika die Apartheid durch individuelles Boykottverhalten alleine in die Knie zwingt. Wir brauchen natürlich gutes Individualverhalten. Wir müssen aufklären, wir müssen an die Schulen, an die Universitäten, solche Veranstaltungen wie heute müsste man idealerweise noch ergänzen mit einem Lehrgang, wie man nun seine digitalen Rechte wahrnimmt oder wie man sich die entsprechende Software zulegt und so weiter. Aber reines Individualverhalten, auch mit Schwarmintelligenz, reicht eben nicht. Wir brauchen politische Gestaltung. Da darf man nicht naiv sein, der Macht der mächtigsten, reichsten und größten Konzerne der Welt sozusagen nur das Individuum mit seiner Schwarmintelligenz gegenüberzustellen, würde ich einfach sagen, Freunde, ihr seid naiv. Ja, so alleine reicht es nicht. Fachwissen der Informatik als Schulunterricht. Ja. Helga? Paul, du machst die nächste von Finn Kaiser. Ja, mach weiter. Alles klar. Ja, Schulunterricht. Kaiser jetzt mit. Die ist gut und wichtig. Ich glaube, zunächst mal brauchen wir einen Pflichtkurs Demokratie, Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit für alle Informatiker, Programmierer und alle Ingenieure des Digitalen. Das muss Pflichtfach werden. Und in dem Buch gehen wir sogar so weit, dass wir sagen, ein kleiner Teil, das müssen die Unis entscheiden, aber ein Teil unserer Ingenieure sollte die Möglichkeit haben, ein spezielles Examen abzulegen, das sie qualifiziert, die Folgenabschätzung vorzunehmen für Technologie und ihre Folgen auf Gesellschaft. Das heißt, was bedeutet dieses neue System, was wir da bauen, für Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie? Und um diese Folgenabschätzung vornehmen zu können, braucht der Mensch ja zwei Dinge. Er braucht die technologische Kenntnis und die technologische Fantasie, sich vorstellen zu können, was man damit alles machen kann. Und zwar nicht nur intendierte Nutzung, sondern auch nicht intendierte Nutzung. Siehe Facebook, Cambridge Analytica, das hatte ja Facebook nicht vor, dass Cambridge Analytica das macht, was sie gemacht haben. Und gleichzeitig braucht dieser Ingenieur, der die Folgenabschätzung machen muss, natürlich gute Kenntnisse, Grundkenntnisse über die Funktionsregeln und Funktionsnotwendigkeiten von Demokratie, Grundrechten, bisschen Politik, Geschichte, historische Erfahrung und so weiter.
Natürlich kann man sagen, das kann alles in interdisziplinären Teams gemacht werden und so weiter, aber ich würde sagen, wir machen Staatsexamen mit Lehrern, weil sie wichtig sind und weil wir wollen, dass die Lehrer das Richtige unterrichten. Wir machen Staatsexamen mit Juristen, weil sie Säulen der Demokratie und der Grundrechte sind. Und unsere Richter, die müssen eben ordentlich geprüft werden. Und ich würde sagen, bei den Ingenieuren, das steht ja auch so im Buch drin, wir brauchen eine Gruppe, die würde ich sagen, Ingenieure der Demokratie, die eine spezielle Staatsprüfung ablegen, mit der sie befähigt werden und sozusagen das Zertifikat bekommen, dass sie diese Folgenabschätzungen, die hoffentlich Rechtspflicht werden, in den Unternehmen vornehmen können. Also so eine Art Zusatzqualifikation. Das ist das Wichtigste. Andersherum würde ich auch zustimmen. Natürlich in einer immer technologisch stärker dominierten Welt brauchen unsere Kinder und Jugendlichen eine genauere Kenntnis der Technik. Allerdings muss natürlich nicht jeder programmieren lernen. Aber wir brauchen die Instrumente, die es uns ermöglichen, in dieser technologisch dominierten Welt auch in Zukunft noch als selbstbestimmte Wesen, als Wesen, die ihre Grundrechte wahrnehmen und als Wesen, die an der Demokratie teilhaben können und wollen, damit wir das alles können. Und das ist das die Bildungsaufgabe. Und dafür wird eine gewisse Kenntnis im Umgang und auch eine gewisse Kritikfähigkeit gegenüber der Technologie absolut notwendig sein. Also ich glaube, es geht hier nicht nur um Kenntnis, sondern auch um Kritikfähigkeit. Helga? Vielen Dank, Paul. Jetzt haben wir erstmal zwei Wortmeldungen. Frieda, ich komme gleich auf dich zurück. Ich würde jetzt gerne erstmal, weil sich hier schon im Chat gemeldet haben, Hermann Kuhn und dann Christina Kötter-Heinrich bitten, ihre Fragen zu stellen. Diese Diskussion heute wird ja teilweise unter der Losung zerschlagt die Monopole geführt, was ja vermutlich vor allen Dingen darauf zielt, diese Ausdehnung der Plattform auf alle möglichen anderen Geschäftsbereiche und Wirtschaftszweige, entweder die weitere Ausdehnung zu verhindern oder sie aber ein Stück wieder zurückzunehmen. Also die Ausdehnung von Apple ins Bankwesen und. Ihr kennt alle die Beispiele. Ich habe da zwei Fragen. Erstens, hätte die Europäische Union, wenn sie denn wollte, Möglichkeiten von sich aus solche Maßnahmen in der Richtung zerschlagt oder löst die Monopole auf, verringert sie wieder überhaupt zu machen? Also hätte sie die Möglichkeiten dazu in der Richtung? Und die zweite Frage, kann man aus den großen Anti-Monopol-Bewegungen in den USA, also damals gegen die großen Industrieriesen, eigentlich irgendwas für uns lernen, welche Bündnisse es gab, also wo die Bürgerinnen und Bürger, auch der Rest der Wirtschaft richtig elementar betroffen war und sich dafür mobilisieren ließ, diese Zerschlagung von Monopolen auch zur Unterstützung und auch durch Wahlen dann zu unterstützen. Also was sind die Punkte, mit denen wir die Menschen mobilisieren können, dafür die Macht dieser Monopole einzugrenzen und wenn es möglich ist, zurückzuschneiden? Paul und Matthias, wollt ihr gleich darauf antworten? Vielleicht den letzten Punkt mal kurz aufgreifen. Und zwar scheint mir ganz wichtig, Paul hat ja schon viele Dinge ausgeführt vorhin, die er politisch für angebracht hält, im Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene vor allem. Dem ist nichts hinzuzufügen. Aber wichtig ist, damit es gelingt, dass die Menschen auch davon überzeugt sind, dass das eine wichtige Frage ist, vor der wir da stehen, dass wir das zu regulieren haben und in welcher Weise wir es regulieren. Es ist ja so, also diese Mechanismen, das haben wir im Buch ja versucht zu zeigen, sind ja so weit entwickelt, dass sie auch, ja, ich sag jetzt mal, bis ins Denken der Menschen auch schon Einfluss haben und eingreifen können. Und das klingt erstmal alles so ein bisschen absurd und man denkt sich, das kann doch gar nicht sein und so, aber wir haben ja jetzt auch in Amerika gesehen, dass die absurdesten Vorstellungen von Wirklichkeit und Politik nicht ja fast mehrheitsfähig werden können und eben Leute in Bewegung setzen, die also den absurdesten und verrücktesten Dingen dann hinterherrennen. Was ich damit sagen will, ist, wir dürfen nicht vergessen, dass Demokratie im Kopf anfängt und aber auch im Kopf aufhören kann und dass die Mechanismen, mit denen dort ökonomische Prinzipien auch auf die politische Willensbildung übertragen werden im öffentlichen Raum,
sehr, sehr, sehr weit entwickelt sind und sehr stark beeinflussen, was diskutiert wird, was debattiert wird und auch wie viele Menschen die Welt sehen. Und ich glaube, dafür müssen wir sensibilisieren. Ich würde sagen, wir brauchen auch ein neues Narrativ für die Demokratie. Und das muss ganz empathisch sein und das muss sehr überzeugend sein und muss den Leuten klar machen, was auf dem Spiel steht. Denn wie gesagt, wir haben das ja die Bequemlichkeitsfalle genannt. Es ist sehr einfach, sich einfach diesen ganzen Vorzügen, die das Digitale hat, auch einfach hinzugeben und den Widerstand aufzugeben. Und die Entmündigung, die da geschieht, die geschieht sehr schleichend und die wird teilweise kaum bemerkt. Und am Ende bleibt dann eine Wut über, die sich in alle möglichen Richtungen kanalisieren lässt. Von daher, ich plädiere dafür, dass wir auch sehr stark darüber nachdenken, in der Öffentlichkeit eine neu belebte und faszinierende Geschichte der Demokratie und der Selbstbestimmung zu erzählen und dass wir den Leuten das Vertrauen auch zurückgeben, dass wir als Menschen auch unsere Geschicke ganz gut in die Hand nehmen können. Da gibt es ja auch viel Probleme im Augenblick, die man lösen muss und die Frage ist, wie man die löst. Also wir brauchen eine große und überzeugende Geschichte und dazu eine starke Debatte in der Öffentlichkeit, denn wenn nur Fachleute sich austauschen, ist damit wenig gewonnen. Die Probleme sind komplex, aber es muss gelingen. Ich bin ja gelernter Journalist und ich frage mich auch, wie man das schaffen kann, da die Menschen wieder diese komplexen Zusammenhänge so zu vereinfachen, dass jeder sie zu verstehen kann, ohne dass sie falsch werden. Und diese Aufgabe ist, glaube ich, sehr, sehr groß und jeder muss wissen, dass das ein Debattenthema ist, dass das gesellschaftlich besprochen werden muss. Vielen Dank. Ich würde jetzt erstmal Christina bitten und dann kommen wir nochmal auf die Beantwortung auch noch offener Fragen zurück. Christina, bitte. Ja, danke. Meine Frage geht auch in eine ähnliche Richtung, deswegen passt es ganz gut. Wir hatten ja am Anfang dieses Beispiel mit Trump und dass eben, wer darf seine Redefreiheit bei Twitter und Co. Einschränken. Und ich hatte das schon so in dem Vortrag von Herrn Nemitz verstanden. Es gibt diese Login-Effekte in den auf diesen Plattformen und die sind ja in dem Sinne auch sehr bequem. Also es hilft uns Menschen ja auch, wenn diese Plattformen alle miteinander verbunden sind. Und ich hatte das auch so verstanden, dass diese Monopole in dem Sinne, dass man Sektoren voneinander trennt, eine Gewaltenteilung erfahren sollen. Aber wie löst man dieses Problem auf, dass ja faktisch erstmal diese Plattformen dazu da sind, Meinungen zu teilen? Und dass, ja genau, da diese Monopolstellung uns ja eigentlich auch sehr attraktiv erscheint. Also wie kann man da überhaupt das Monopol einschränken? Dank. Dann würde ich dich bitten, Paul, also die Frage von Christina aufzunehmen, aber auch die Frage von Hermann, welche Handhabe die Europäische Union da überhaupt hat, was Eingrenzungen der Marktmacht oder der Monopolstrukturen angeht. Ja, also zunächst mal zu Hermanns Frage. Ich möchte unser Buch nicht so verstanden wissen, dass wir gegen Zerschlagung dieser Konzerne sind. Es gibt eine ganz ärgerliche Debatte unter Fachleuten und dann gibt es einige, die sagen, ach, die Zerschlagung bringt doch nichts, wir müssen regulieren und dann sagen die anderen, nein, wir müssen zerschlagen. Also ich würde sagen, im Zweifel wäre optimal wäre beides. Man muss zerschlagen und regulieren. Und das ist nämlich auch die Erfahrung der Beispiele in Amerika. Und es gibt solche Beispiele nur in Amerika. In Europa haben wir noch nie etwas zerschlagen durch Wettbewerbsrecht. Wir haben immer nur Verhaltensregeln auferlegt. Aber in Amerika gibt es die Erfahrung der Zerschlagung und zwar in zwei historischen Epochen. Nämlich einmal die Zerschlagung der Trusts im Stahl- und im Eisenbahnbereich Anfang des 20. Jahrhunderts und dann die Zerschlagung in den 70er Jahren von AT&T, der Telefongesellschaft. So entstanden dann die sogenannten Babybells. Die Erfahrung ist, dass Zerschlagung alleine nicht reicht, sondern man muss eben auch entsprechend dann dafür sorgen, dass nicht trotz Zerschlagung sich dann aufgrund der Mechanismen, die zunächst dann zum Monopol geführt haben, wieder sich Monopole bilden. Das heißt, wir müssen sowieso beides machen. Kann die Europäische Union das? Ja, wir könnten das. Wir treffen ja Wettbewerbsentscheidungen, die auch
Firmen betreffen, die von außen bei uns einwirken. Also ich meine, wir haben schon Milliardenstrafen auferlegt im Wettbewerbsrecht gegenüber Google, gegenüber Microsoft und teilweise auch in einigen Fällen, da ging es um Verhalten, was vollständig außerhalb der Europäischen Union gelagert war, aber Wirkungen auf den europäischen Markt hatte. Also ich sag mal so, wir könnten es, aber es ist natürlich auch so, dass unsere Entscheidungen der Rechtskontrolle unterliegen durch den Europäischen Gerichtshof und diese Konzerne nutzen natürlich jede rechtliche Instanz aus. Und man müsste dann begründen können, dass jede Form von Regulierung und auch Auflagen, die man ihnen macht in Form von Verhaltensauflagen, nicht ausreicht, sondern dass alleine die Zerschlagung ein verhältnismäßiges und notwendiges Mittel ist. Und das müsste man, das muss man mal dann genauer untersuchen. Also da kann ich im Augenblick nicht sagen, aber theoretisch ist es denkbar. Und in Amerika, um es mal klar zu sagen, ist die Diskussion da viel radikaler als bei uns. Und übrigens, weil ich weiß, dass Helga das Thema interessiert, nicht nur beim Thema Zerschlagung, sondern auch beim Thema Inhaltemoderation und weg mit dem Plattformprivileg. In Amerika im Kongress gibt es eine Menge kluge Papiere, die sagen, wir sind da viel zu weit gegangen und müssen jetzt zurückrudern. Und da muss die Europäische Union in der Tat aufpassen, dass wir nicht von Amerika überholt werden, wie in gewissem Sinne durch die Strafe von gegen Facebook, durch die FTC, wir ja in der Durchsetzung des Rechts im Datenschutz auch schon überholt wurden, einmal jedenfalls mit dieser gewaltigen Geldstrafe. Und das bringt mich zur zweiten Frage. Vorherrschende Meinung, also gerade in der digitalen Zivilgesellschaft, dass Freiheit darin besteht und dass Freiheit am besten dadurch gewährleistet wird, dass man keine Regeln hat oder dass alles durch einen Richter entschieden werden muss. Ja, das sind ja zwei Extreme. Entweder hat man gar keine Regeln, wie faktisch in Amerika, ja, oder es muss alles durch einen Richter entschieden werden. Also runternehmen vom Internet nur nach richterlicher Entscheidung ist beides falsch. Die Erfahrung der Demokratie in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg ist, dass Freiheit dadurch gesichert wird, also auch der freie öffentliche Diskurs, die freie Meinungsäußerung, dass auch keiner Angst haben muss, seine Meinung zu äußern im öffentlichen Raum, Angst davor, gleich beleidigt oder bedroht zu werden zum Beispiel. Ja, wir haben ja nun leider in Deutschland eine Situation, wo es schon viele Kommunalpolitiker gibt, die ihre Ämter als Bürgermeister nicht mehr wahrnehmen wollen. Viele weibliche Journalisten trauen sich nicht mehr, das zu sagen, was sie sagen wollen, weil sie auf dem Internet gleich einen Hass-Shitstorm bekommen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass durch die vernünftige staatsferne Regulierung von Presse und Rundfunk, Fernsehen und Zeitungen Freiheit gewahrt wird. Und aus dieser Erfahrung müssen wir schöpfen, auch für die Regulierung der Plattformen. Wenn eine Plattform eine sehr große Meinungsmacht hat, in dem Sinne, dass praktisch ein Großteil des Diskurses auf dieser Plattform stattfindet, dann kann es nicht richtig sein, dass die Plattformen da nur nach ihren eigenen Ideen entscheiden, sondern dann muss ein gesetzlicher Rahmen gesetzt werden dafür, wie diese Plattformen entscheiden darüber, wie Meinungsfreiheit auf dieser Plattform funktioniert. Und das ist natürlich ein Eingriff in die unternehmerische Freiheit, aber in unserem Grundgesetz, in Europa ist das nicht anders, steht ja nun mal drin, Eigentum verpflichtet und Grundrechte können durch Gesetze eingeschränkt werden. Und genau darum geht es hier. Wir haben nämlich ein überragendes Interesse an einer funktionsfähigen Öffentlichkeit und dieses überragende Interesse rechtfertigt eine gesetzliche Gestaltung dessen, was auf diesen Plattformen passiert. Und es gibt da eine umfangreiche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, natürlich vor allem zum Fernsehen. Fernsehen war einmal eine knappe Ressource, die Sendefrequenzen waren knapp. Heute ist das anders und im Digitalen stellt sich die Problematik anders. Aber das Grundprinzip bleibt, wenn es so ist, und das ist so, dass die großen Plattformen einen wesentlichen und wichtigen Beitrag leisten und teilweise Monopolcharakter haben als Forum
für öffentlichen Diskurs, dann muss die Demokratie diese Regeln gesetzlich niederlegen, an die sich die Plattformen halten, um sicherzustellen, dass Demokratie und auch Meinungsfreiheit, aber eben auch das öffentliche Interesse, dass der öffentliche Meinungsraum nicht überschwemmt wird mit Hass- und Gewaltaufforderungen und so weiter und rechtswidrigen Inhalten, das alles muss man unter einen Hut bringen und das kann man den Plattformen nicht überlassen. Und deswegen schlägt die Europäische Union jetzt erstmal zwei Dinge vor, nämlich erstens den Digital Service Act, der genau diese Funktion hat. Es geht eben nicht nur um den Wettbewerb im Sinne der wirtschaftlichen Wettbewerbe auf diesen Plattformen als Verkaufsplattform, Amazon und so weiter. Es geht eben auch um die Funktion dieser Plattform für die Demokratie im DSA. Und das Zweite, was wir machen werden, ist ein Gesetz vorschlagen für die Werbung für Wahlen, allerdings nur für die Europawahlen. Ich kann dringend nur raten, der Bundesrepublik, die Wahlwerbung auf den Plattformen zu regulieren, detailliert zu regulieren und auch das Medienkonzentrationsrecht in Deutschland auf die Plattformen zu erstrecken. Also im neuen Medienstaatsvertrag sind zum ersten Mal die Plattformen mit drin. Dieser Staatsvertrag kann ja derzeit nicht in Kraft treten, weil ein ostdeutsches Bundesland da bis jetzt nicht mitmacht, CDU regiert und die CDU da ausschert. Aber dringend dieser Staatsvertrag, der neue in Kraft tritt. 6 Jahre haben die Bundesländer darüber verhandelt, aber er reicht nicht. Er reicht nicht. Das Medienwettbewerbsrecht, das Medienkonzentrationsrecht muss reformiert werden, um die Regeln, die bereits für Radio, Presse und Fernsehen gelten, jedenfalls zu einem Teil auch auf die Plattform zu erstrecken und vielleicht auch hier und da noch andere neue Regeln einzuführen, um diese neue Art der elektronischen Öffentlichkeit so zu regulieren. Also ich bin da ganz, wie das notwendig ist für Demokratie, bin da ganz bei der Bundeskanzlerin, die ja gesagt hat, kann nicht sein, dass so eine Plattform einfach nach Gutdünken entscheidet, den nehme ich runter, den nehme ich nicht. Da brauchen wir Regeln für und das ist auch die amtliche Meinung der Europäischen Kommission. Ja, vielen Dank, Paul. Das finde ich ist sehr überzeugend, also bis hin auch zu Regulierungsvorschlägen, die anknüpfen an Beispiele, die wir schon haben, dass es eben nicht das Wahrheitsministerium sind, sondern aus der Zivilgesellschaft auch Organisationen, die solche Medien dann eben begleiten und auf die Einhaltung von Regeln achten. Da kann man bestimmt noch einiges machen. Dass es gemacht werden muss, finde ich absolut offensichtlich angesichts der Entwicklungen, die wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben. Ich würde jetzt gerne noch kurz mal Frieda Nake das Wort geben und dann kommen wir auch langsam zum Schluss. Frieda, bitte. Ich wollte da nur vorhin zwei kleine Bemerkungen einbringen. Eines ist eine traurige, sozusagen kleine Erinnerung an etwas. Das war im Zusammenhang der Frage, Ingenieure, Informatiker müssten Demokratieunterricht und dergleichen haben, gab es in ihre Prüfungen rein. Ja, die Universität Bremen ist angetreten als nach Zögern und viel Kritik, ob wir überhaupt Informatik als einen Studiengang haben wollen, weil das von vornherein äußerst problematisch ist, ist ein kräftiger Teil, ein Drittel des Studiums, unter dem Namen Informatik und Gesellschaft. Alles abgeschafft inzwischen. Also es hat etliche Jahre gehalten, alles abgeschafft. Wir sind da natürlich in der BRD schwer dafür bestraft worden, dass wir sowas gemacht haben. Die andere Bemerkung, die hat noch nicht mal so einen politisch-historischen Hintergrund, nämlich wir reden ganz zu Recht, wie alle anderen auch, über Digitalisierung und das Digitale und die Digitalität und die digitale Revolution und dergleichen mehr. In diesem kleinen Kreis jetzt hier spüre ich aber immerhin nicht eine von vornherein Ablehnung oder Zurückschrecken vor auch begrifflicher Präzision. Sozusagen, als ob unter uns ein paar seien, die an Hegels Anstrengung des Begriffs sich halten. Das Digitale, was in aller Munde und in allen Zeitungen ist, ist eine
Falschbenennung, da müsste immer stehen Algorithmisches. Denn das Digitale ist lediglich die Form der Speicherung, die ist völlig nebensächlich. Sie hat sich durchgesetzt, die Digitale gegenüber der Analogen, aus guten technischen Gründen. Was aber geschieht und was der Hintergrund für viele der Diskussionen, der Bemerkungen ist, die wir hier hören oder auch machen, ist das Berechnen, das Algorithmische also. Viel des gesellschaftlichen Lebens wird auf Algorithmisches reduziert. Das ist immer ein Reduzieren, denn nur noch das, was die Maschine, genannt Computer, berechnen kann, gilt. Das andere gilt nicht. Und die schönen Appelle, aufrecht stehen und so weiter und so fort, die könnte man alle interpretieren als sich gegen die Algorithmisierung zu wehren. Schluss, danke. Vielen Dank, Frieda. Jetzt habe ich keine Wortmeldungen mehr. Darum würde ich jetzt gerne zum Schluss kommen. Erstes Fazit von heute finde ich, wir müssen diese Veranstaltung fortsetzen. Diese Debatten sind total wichtig. Ich wünsche mir auch, dass wir sie demnächst nochmal analog machen können in größerem Kreis. Aber das, was eben schon angeklungen ist, dass sie auch generell in der Gesellschaft geführt werden müssen. Genau, Paul hält jetzt auch noch mal zwei Bücher hoch. Ich habe auch noch eins, was mir sehr wichtig ist, von der Shoshana Zuboff über den Überwachungskapitalismus. Also mittlerweile Mind over Machine. Genau, es gibt viele, fast muss man schon sagen, Standardwerke im Moment, die für diese Debatte extrem wichtig sind. Mir macht ein bisschen Hoffnung, dass jetzt Biden ja auch angekündigt hat, Gesetzesinitiativen vorzunehmen, um die Macht der Plattform einzugrenzen. Er hat da auch eine andere Position auch immer schon gehabt als Obama, der ja zumindest in der ersten Wahlkampfphase, bevor Obama das erste Mal gewählt wurde, sehr nah dran war am Silicon Valley. Und Biden hat ja jetzt noch mal ein paar Sachen da klargestellt. Das finde ich zumindest einen Schritt nach vorne. Und ich würde gerne noch mal hervorheben, dass politische Klugheit und politisches Selbstbewusstsein zu einer angemessenen Regulierung zu kommen, absolut wichtig ist. Ich habe mich ja da in den letzten Jahren in diesen Kreisen auch der Netzpolitiker getummelt und weiß, dass die zwar offen sind für eine Regulierung der Monopole, aber natürlich sehr von dieser Attraktivität der Plattformen und dass man da alles, was man will, machen kann, noch angetan sind. Und deswegen ja auch immer sagen, wir verteidigen das Internet, wie es war. Und ich finde, wir müssen den Anspruch haben, das Internet zu gestalten. Das hat auch noch was mit technologischer Innovation zu tun, aber vor allem hat es mit einem politischen Regulierungsanspruch zu tun, die Demokratie, die Gewaltenteilung, den Rechtsstaat und auch die Würde der Menschen aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, dass wir deswegen auch als Parallele zu der europäischen Gesetzgebung Digital Governance Act, Service Act, Market Act genug Anlass haben, als Zivilgesellschaft und überall, wo wir uns tummeln, diese Debatten weiterzuführen, sowohl für die Qualität der Presse wie für die Qualität der Demokratie. Und deswegen möchte ich allen, die heute dabei waren, herzlich danken, unseren Gästen insbesondere, an Paul und Matthias und Frieda. Und ich finde, wir als Europa-Union und auch die anderen Mitveranstalter, wir sollten uns einfach vornehmen, dieses Thema jetzt weiter zu begleiten. Es wird da viel Auseinandersetzung und Konflikte geben und auch der Lobbyismus aus dem Silicon Valley wird heftig sein. Das zeichnet sich ja jetzt schon wieder ab. Umso wichtiger finde ich ist es, dass wir diesen Diskurs mit geradem Rücken weiterführen. Es gibt gute Beispiele auch in der analogen Welt, wie wir mit Medienregulierung, mit Gesetzen für die freie Presse umgehen. Wir haben da viel zu tun, sowohl was Inhalte, Moderation angeht, wie aber auch die großen ökonomischen Fragen. Und deswegen nochmal herzlichen Dank, auch herzlichen Dank an die Mitveranstalter. Jetzt noch einen schönen sonnigen Wintersonntag und bis bald. Alles Gute und vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Gleichfalls. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.